Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich eröffne unsere heutige Sitzung. In unserem Nachbarland hat sich eine unfassbare Bluttat ereignet, die auch bei uns gleich Thema der Aktuellen Stunde sein wird. Erlauben Sie mir dazu eine Vorbemerkung. Immer wieder müssen wir betroffen zur Kenntnis nehmen, dass Kriminelle oder Kranke auf ganz unfassbare Weise Gewalt ausüben. Und unsere Betroffenheit ist natürlich umso größer, wenn solche Bluttaten vor unserer Haustür stattfinden. Sie kommen unerwartet und treffen uns aus heiterem Himmel. Meistens sind sie ungeplant, die Täter befinden sich in psychischen Ausnahmesituationen. Es gibt schwer verletzte oder gar tote Opfer und Hinterbliebene, für die eine Welt zusammenbricht. Meine Damen und Herren, wir trauern um zwei junge Menschen, die im Regionalzug auf dem Weg nach Hamburg getötet wurden. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen, denen ich in unser aller Namen mein herzliches Beileid ausspreche. Den fünf Menschen, denen ebenfalls gefährliche Verletzungen angetan wurden, wünsche ich im Namen unseres Hauses baldige Genesung. Meine Damen und Herren, das schreckliche Ereignis von Bruckstedt ist ein Hamburger Thema, weil es bis vor kurzem eine Hamburger Zuständigkeit für den Täter gab. Das Entsetzen ist jetzt in die Alltagsnormalität von BerufspendlerInnen und Schülerinnen und Schülern eingebrochen. Und viele fragen jetzt, hätte das nicht verhindert werden können? Und natürlich ist es legitim, nach den Ursachen zu fragen. Wenn es Fehler gibt, die abzustellen sind, wenn es Möglichkeiten gibt, Verfahren und Vorab-Einschätzungen zu verbessern, dann müssen diese benannt und ergriffen werden. Und es ist die berechtigte Anforderung an Politik und Parlament, das emotionale Entsetzen zu übersetzen in Erkenntnis und Konsequenzen und zu klären, ob es mit den Mitteln des Rechtsstaates einen Weg gegeben hätte, diese Tat zu vermeiden. Dazu gehört auch, Verantwortung zu benennen und gegebenenfalls zu übernehmen. Ausführlich über die. Das gilt auch und vor allem in der Aktuellen Stunde. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, dies vorausgeschickt, steigen wir in unsere heutige Aktuelle Stunde ein. Dazu sind vier Themen angemeldet worden von der AfD-Fraktion. Blutrausch im Regionalzug, staatenloser Palästinenser bringt junges Pärchen um, Justizsenatorin Gallina rücktrittsreif. Die Anmeldung der SPD-Fraktion, zielgerichtete Unterstützung in herausfordernden Zeiten. Mit dem neuen Wohngeld unterstützen wir dreimal so viele Haushalte mit geringeren Einkommen und hohen Wohnkosten. Die Anmeldung der Grünen-Fraktion, der Radverkehr steigt, das 49-Euro-Ticket naht. Die Mobilitätswende in Hamburg ist sozial gerecht und kommt zügig voran. Und die Anmeldung der CDU-Fraktion, führungslos und ausgebrannt, rot-grüner Senat versinkt im Dauerstreit. Ich rufe das erste Thema auf. Sie wissen, dass in der ersten Runde jeweils 5 Minuten Redezeit zur Verfügung steht, in den weiteren Runden dann immer 3 Minuten. Und das Wort bekommt Herr Nockemann für die AfD-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrtes Präsidium, in Brockstedt wurden in der vergangenen Woche 2 junge Menschen brutal in den Tod geschickt. 2 junge Menschen, die das Leben noch vor sich hatten. In den Tod geschickt von einem staatenlosen Palästinenser, der bereits mehrfach durch ähnliche Messerstraftaten auffällig geworden ist. Von einem staatenlosen Palästinenser, der nicht mehr in Deutschland hätte sein dürfen, der auch nicht auf freiem Fuß hätte sein dürfen. Die beiden jungen Menschen wurden das Opfer einer verantwortungslosen Politik, die Monat für Monat, ja beinahe schon wöchentlich, Woche für Woche, Tote oder Schwerverletzte produziert. Wie sagte gestern Senator Kersten, eine 100-prozentige Sicherheit
könne es mit den Menschen, die so sind, wie sie nun mal sind, nicht geben. Nun, Herr Kerstan, in Sachen Sicherheit könnte man schon eine ganze Menge machen. Aber nicht mit den Grünen, die so sind, wie sie nun mal eben sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn für sie kommt die Sicherheit in diesem Land ihrer Ideologie gemäß erst ganz zum Schluss. Schauen Sie sich doch bitte nur mal an, womit sich der Justizausschuss morgen wieder befasst. Mit dem Gesetz zur Anerkennung der Geschlechtervielfalt im Hamburger Justiz- und Maßregelvollzug. Meine sehr verehrten Damen und Herren, solche Themen produzieren keine Sicherheit. Solche Themen sind ehrlich gesagt Mumpitz. Das sind die Themen der Grünen. Die ungezählten Messeropfer in diesem Land sind für die Grünen nichts anderes als ein Kollateralschaden ihrer angeblich so weltoffenen Politik. Einer Politik der unkontrollierten Zuwanderung, einer Politik der Nichtabschiebung und einer Politik der Kuscheljustiz. Und deswegen gibt es in unserem Land kaum noch Sicherheit für die Menschen, die unterwegs sind auf Straßen, Plätzen und in Zügen. Und dort, Frau Präsidentin sagte es gerade, schleicht sich mittlerweile Unsicherheit und Angst ein, weil der Staat seine grundlegenden Aufgaben nicht mehr wahrnimmt. Immerhin zwingt sie diese Tat, sich einmal mit den nackten Zahlen zu bewegen, sonst hören sie dabei ja immer weg. 2022 gab es allein in Zügen und auf Bahnhöfen fast 400.000 Straftaten, 336 Messerangriffe in Zügen und auf Bahnhöfen. Diese Taten fallen nicht vom Himmel, diese Taten haben alle eine Vorgeschichte, zumeist dieselbe Vorgeschichte. Sie aber weigern sich geschlossen und kategorisch einer Problemanalyse. Der bestialische Doppelmord an einem jungen Pärchen führt uns einmal mehr vor Augen, dass der öffentliche Raum in Deutschland immer mehr zur allgemeinen Gefahrenzone verkommt. Nein, nicht für die Herren Politiker auf der Regierungsbank in ihren Dienstwagen und mit ihrem Personenschutz, aber für den Leuten, die Tag für Tag draußen unterwegs sind. Unsere Bürger müssen es wehrlos hinnehmen, dass häufig mehrfach Vorbestrafte, häufig auch Migranten, ihren Blutrausch auf der Straße ausleben. Und nach Ihren Worten sind das ja alles nur verwirrte oder traumatisierte Einzelfälle. Und dann fragen unsere lieben Politiker, wie beispielsweise Frau Faeser auch noch, wie kann es denn sein, dass sich so ein Mensch noch in Deutschland aufhält? Scheinheiligkeit und Heuchelei. Gerade Frau Faeser steht für eine Politik der unkontrollierten Zuwanderung. Gerade sie steht für eine Politik der Nichtabschiebung. Und dann verweist sie auch noch mit dem Ton der Selbstgerechtigkeit darauf, na, was ist denn das für eine Justiz, so jemanden einfach freizulassen. Dabei verkennt Frau Faeser wahrscheinlich, dass im letzten Vierteljahrhundert, in den letzten 25 Jahren, in 19 Jahren davon eine SPD-Riege Justizminister in Berlin gespielt haben. Und das ist das Ergebnis, diese Kuscheljustiz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, allein in Hamburg gibt es derzeit über 10.000 Ausreisepflichtige. Das ergäbe eine Menschenkette vom Hamburger Hauptbahnhof bis nach Brockstedt. Unser liberales Strafrecht taugt nicht für nicht resozialisierbare aggressive Gewalttäter, die in ihrer Heimat noch nie einen funktionierenden Rechtsstaat kennengelernt haben. Und wenn wir denn eine unzureichende Gesetzeslage haben, dann erwarten die Menschen draußen auf der Straße von Ihnen, dass diese Gesetze endlich so produziert werden, dass solche Leute entweder abgeschoben werden oder hinter Gittern oder in die Psychiatrie kommen. Das darf man von Ihnen erwarten. Und diese Arbeit verweigern Sie seit mindestens 10 Jahren. Außerdem üblichen Betroffenheitsgerede, das sage ich voraus, wird nichts passieren. Sie weigern sich weiterhin ganz bewusst aus diesem Vorgang zu lernen, weil sie nichts lernen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Gruppe der Zuwanderer macht 2% aus, die war aber 2021 für 44% aller Straftaten verantwortlich. Und wir instrumentalisieren hier auch nichts, wie Sie vorhin gesagt haben. Wir weisen darauf hin, dass Sie die Verantwortung haben nach so einem Fall, vor dem wir immer gewarnt haben. Für die SPD-Fraktion bekommt Herr Tabbert das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin, dass Sie hier eingangs der Sitzung die richtigen und angemessenen Worte gefunden haben. Die AfD hat das mit der Wortwahl für diese Debatte leider nicht. Applaus
Natürlich ist es wichtig, dass wir hier die Messerattacke von Brockstedt in der Bürgerschaft debattieren. Nicht nur, weil ein Bezug zum Hamburger Strafvollzug, sondern auch zur Hamburger Justiz vorliegt. Man sollte sich aber, werte Herr Nockemann, vorher im Klaren darüber sein, was man mit einer solchen Debatte bezwecken will. Der Respekt vor den Opfern und auch die Sorge von Menschen, ebenfalls Opfer einer Gewalttat zu werden, verlangen doch meiner Ansicht nach von uns, dass wir diese Debatte zunächst in einem angemessenen Ton, aber auch mit der gebotenen Seriosität führen. Das mit dem angemessenen Ton müssen wir noch mal üben. Ich befürchte, dass wir das, was nun zu tun ist, nämlich aufzuklären und alles dafür zu tun, dass sich solch eine Tat nach Möglichkeit nicht wiederholt, nicht in der heutigen Aktuellen Stunde geleistet werden kann. Mehr als Schlaglichter auf die sich stellenden Probleme werden wir heute nicht werfen können. Die politische Aufarbeitung, die Präsidentin hat das vorhin auch schon gesagt, des Vorfalls werden wir morgen im Justizausschuss der Bürgerschaft beginnen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass hier mindestens 3 Bundesländer betroffen sind, nämlich Nordrhein-Westfalen, wo sich der Täter zunächst aufgehalten hat, Schleswig-Holstein, wo sein letzter Wohnsitz war und wo entsprechend die Ausländerbehörde für ihn zuständig ist, und Hamburg, wo der Täter von einem Strafgericht verurteilt worden ist und in Haft bzw. Untersuchungshaft gesessen hat, bevor er aufgrund einer Gerichtsentscheidung entlassen worden ist. Und so werden wir allen sich hier stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen nachgehen, die uns dabei helfen zu verstehen, wie es zu der Tat kommen konnte und welche tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten bestehen, um das Risiko weiterer ähnlicher Taten zu minimieren. Das bedeutet zu prüfen, ob die rechtlichen Grundlagen nochmals nachgeschärft werden müssen. Das bedeutet, die Frage nach deren Anwendung genau in den Blick zu nehmen und damit zusammenhängend auch, was gegebenenfalls an der Kommunikation zwischen den betroffenen Behörden und der Justiz verbessert werden kann. All dies sollten wir sorgfältig im Justizausschuss aufarbeiten. Das gebietet, wie gesagt, der Respekt vor den Opfern. Wer dabei, wie Sie, Herr Nockemann, mit einer ressentimentgeladenen Sprache arbeitet und mit Vorverurteilungen von politischen Entscheidungsträgern ohne die gebotene inhaltliche Aufklärung um die Ecke kommt, scheint mir aber für eine derartige politische Aufarbeitung der schrecklichen Taten von Brockstedt gänzlich ungeeignet. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn es uns allen gelänge, die weitere Debatte mit der nötigen Demut zu führen. Herzlichen Dank. Für die Grüne Fraktion hat Frau Zarx das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, 2 Menschen sind gestorben, aus dem Leben gerissen durch eine schreckliche Tat. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es den Angehörigen und Freundinnen geht, wie es den Verletzten geht, die das überlebt haben, was diejenigen durchmachen, die das mit ansehen mussten. Auch im Namen meiner Fraktion spreche ich unser tiefstes Mitgefühl für die Angehörigen und Verletzten aus. Unsere Gedanken sind bei Ihnen und wir wünschen den Verletzten eine schnelle Besserung. Es ist völlig richtig zu fragen, wie es zu so einer Tat kommen konnte und ob man etwas hätte tun können, um den Angriff zu verhindern. Wer es ernst damit meint, bemüht sich um sachliche Aufklärung. Ein ritualisiertes Draufhauen auf die Justizbehörde, ohne Kenntnis der Fakten, wie das in solchen Fällen ja immer passiert, das hilft uns bei der Suche nach Antworten nicht weiter. Die Justizbehörde hat die Sachlage transparent dargestellt. Es wurde nach Recht und Gesetz gehandelt. Dass mit aus der Luft gegriffenen vagen Anschuldigungen ein persönliches Fehlverhalten der Justizsenatorin konstruiert wird, ist hanebüchen. Was bei der Suche nach Antworten ebenso wenig hilft, sind rassistische Narrative. Um das noch einmal sehr klar zu sagen: Wer allgemeine Zusammenhänge herstellt und so tut, als ob die Herkunft eines Menschen Ursache für Kriminalität wäre, der bedient rassistische Ressentiments. Und
Wir erteilen dem eine klare Absage. In unserem freiheitlichen Rechtsstaat gelten die Gesetze und Grundrechte für alle gleichermaßen. Dass der Staat Menschen einsperren darf, ist zu Recht an hohe Voraussetzungen geknüpft und nur Gerichte dürfen darüber entscheiden, nicht PolitikerInnen und nicht JustizsenatorInnen. Es ist ganz klar, niemand darf länger eingesperrt bleiben, als das gesetzlich erlaubt ist. Fallen die Voraussetzungen für die Haft weg, so müssen Menschen freigelassen werden. Und weil Ibrahim A. seine maximale Freiheitsstrafe von einem Jahr schon in der Untersuchungshaft abgesessen hatte, war er aus der Haft zu entlassen. Ich möchte dafür auch noch mal die Gründe erläutern, die tatsächlich relativ komplex sind. Erstens, niemand darf länger in U-Haft sitzen, als das später im Urteil festgelegt ist. Und zweitens lag hier eine besondere Konstellation vor. Das Amtsgericht St. Georg hatte Ibrahim A. zu einem Jahr und einer Woche Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Der Verurteilte hat daraufhin die Überprüfung des Urteils beantragt, was sein gutes Recht ist. Die Staatsanwaltschaft sah das erste Urteil jedoch für ausreichend an und hat keine Überprüfung beantragt. Und in dieser Konstellation gilt, dass auch in der zweiten Instanz durch das Überprüfungsgericht keine härtere Strafe ausgesprochen werden darf. Und das hat einen guten Grund, denn sonst würde man Verurteilte davon abhalten, von ihrem Recht auf Überprüfung Gebrauch zu machen. Im Ergebnis heißt das, egal was das Landgericht Hamburg hier auch noch in der zweiten Instanz ermittelt hätte, es hätte an der maximalen Haftstrafe von einem Jahr nichts geändert. Und auch wenn es mit Blick auf die grauenvolle Tat emotional sehr schwer fällt, wir sollten uns immer bewusst machen, die Grundsätze des Rechtsstaats und die Grundrechte gelten für alle Menschen, auch und erst recht für Menschen in Haft. Und wir dürfen auch in diesen schwierigen Situationen diese Prinzipien nicht über Bord werfen. Es gab hier schlicht keine Rechtsgrundlage, Ibrahim A. länger festzuhalten. Ein Psychiater konnte keine Selbst- oder Fremdgefährdung feststellen. Dass Ibrahim A. sich entschließen würde, mit dem Messer Menschen in einem Regionalzug anzugreifen, das war nicht vorhersehbar. Niemand, keine Richterin, keine Justizvollzugsbeamten und nicht der beste Psychiater der Welt, kann in einen Menschen hineingucken und die Zukunft vorhersagen. Die Vorgaben des Resozialisierungsgesetzes für Untersuchungshaftgefangene, die sich ja von denen für die Strafhaft unterscheiden, die wurden hier beachtet. Die justizfachlichen Details und die vielen richtigen Fragen, die auch mein Kollege Herr Tabat schon aufgeworfen hat, die müssen wir natürlich diskutieren. Und der richtige Platz dafür ist morgen der Justizausschuss. Spekulationen, Mutmaßungen und wilde Anschuldigungen helfen uns nicht weiter und sie werden den Opfern und Hinterbliebenen nicht gerecht. Vielen Dank. Herr Thering hat das Wort für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese schreckliche und sinnlose Tat vergangenen Mittwoch im Regionalzug von Kiel nach Hamburg gegen so junge Menschen macht fassungslos und traurig. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Verletzten und besonders bei den Familien, Freunden und Mitschülern der beiden getöteten Jugendlichen. Ihnen gilt unser ganzes Mitgefühl. Der mutmaßliche Täter Ibrahim A. kam aus Hamburg und er wollte auch wieder nach Hamburg zurück. Auf halber Strecke zwischen Kiel und Hamburg ereignete sich dann diese schreckliche Tat. Und vom Hamburger Senat dennoch bis heute vor allem lautes Schweigen. Weder von Ihnen, Herr Bürgermeister Tschentscher, noch von Ihnen, Frau Bürgermeisterin Fegebank, habe ich etwas gehört, obwohl Sie doch sonst immer sehr schnell dabei sind, Ereignisse zu kommentieren. Das, meine Damen und Herren, ist für einen Senat hier in Hamburg einfach zu wenig. Ihr Verhalten enttäuscht
Und es verwundert und sicherlich nicht nur mich, viele andere Hamburgerinnen und Hamburger hätten sicherlich auch schon mal Antworten gerne gehört. Man hat das Gefühl, dieser Senat möchte um jeden Preis vermeiden, mit den Umständen dieses schrecklichen Verbrechens irgendwie in Verbindung gebracht zu werden. Ibrahim A. war bereits zuvor durch Straftaten in Erscheinung getreten, hatte viele Kontakte mit der Justiz. 2022 wurde dieser vom Amtsgericht St. Georg wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls zu einem Jahr und einer Woche Haft ohne Bewährung verurteilt. Dagegen hat sein Anwalt Rechtsmittel eingelegt. Er kam daraufhin zurück in die Untersuchungshaft in Bilwerder, in den Sicherheitsbereich. Und da kommt man sicherlich auch nicht einfach so hin. Am 19. Januar diesen Jahres wurde Ibrahim A. ohne rechtskräftiges Urteil aus der Untersuchungshaft entlassen. 6 Tage nach dieser Haftentlassung saß Ibrahim A. am besagten Regionalzug. Es stehen daher viele Fragen im Raum, die unmittelbar mit der merkwürdigen Rolle Hamburgs und der Hamburger Justizbehörde im Zusammenhang stehen. Hätte die Tat verhindert werden können? Warum wurde Ibrahim A. trotz vieler Strafen nicht als Intensivtäter geführt? Wieso war sowohl sein Anwalt als auch die Stadt Kiel, wo er gemeldet war, von seiner Entlassung überrascht? Herr Thiering, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich denke, ich sollte jetzt erst mal ausführen. Sie können dann gleich noch mal darauf reagieren. Und laut Urteil des Amtsgerichts fehlten ihm, Zitat, eine günstige Sozialprognose. Und weiter wird zitiert, das Gericht sieht die Wahrscheinlichkeit künftigen straffreien Verhaltens nämlich nicht größer an als die Wahrscheinlichkeit neuer Straftaten. Und da stellt sich dann schon die Frage, meine Damen und Herren, hätte es keine andere Möglichkeit im Umgang mit Ibrahim A. gegeben und hätte er besser auf die Entlassung vorbereitet werden müssen? Und wieso hat ein Termin für den Berufungsprozess am Landgericht bisher nicht stattgefunden? Alle Fragen, auf die der Senat bisher hätte Antworten geben können, er hat es nicht getan, meine Damen und Herren, das ist einfach zu wenig. Und auch Ihre eigene Bundesinnenministerin Faeser von der SPD hat bei ihrem Besuch in Brockstedt unbequeme Fragen formuliert. Wie konnte es sein, dass ein solcher Täter noch hier im Land ist? Wie konnte es passieren, dass er trotz so vieler Vorstrafen nicht länger in der Justizvollzugsanstalt war? Und wie konnte es passieren, dass er so früh aus der Untersuchungshaft entlassen wurde? Um all diese Fragen wird es in den nächsten Tagen gehen, meine Damen und Herren. Und ja, Frau Justizsenatorin Galina, diese unbequemen Fragen müssen von Ihnen beantwortet werden. Das ist bisher nicht passiert. Dazu haben Sie am Donnerstag die Zeit zu. Und da werden Sie Antworten geben müssen. Diese Antworten sind fällig, längst überfällig. Sie haben auch hier gleich die Möglichkeit, da noch mal drauf einzugehen. Viele Hamburgerinnen und Hamburger würden sich hier endlich Antworten erwünschen, meine Damen und Herren. Und es verstärkt sich immer mehr der Eindruck, nicht nur bei uns, in der ganzen Justizlandschaft, aber auch bei vielen Hamburgerinnen und Hamburgern, dass Justizsenatorin Anna Galina ihrer Aufgabe in diesem Amt nicht gewachsen ist. Wir als CDU bleiben dran, bis alle Ungereimtheiten, alle offenen Fragen dieser schrecklichen Tat aufgeklärt sind. Das ist unsere Pflicht als Abgeordnete, das ist unsere Pflicht als Parlament. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt Frau Özdemir das Wort. Ihr folgt dann Frau von Treuenfels-Frohwein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, heute vor einer Woche wurden 2 junge Menschen bei einer Messerattacke im Zug von Kiel nach Hamburg getötet. 5 Menschen wurden verletzt. Wie groß muss die Angst der Menschen gewesen sein, die in diesem Zug saßen? Und wie grausam müssen die Bilder der schrecklichen Tat gewesen sein, die die Zeuginnen ein Leben lang nicht vergessen können? Unser tiefes Mitgefühl gilt den Todesopfern, es gilt ihren Angehörigen und den Verletzten. Unser Respekt gilt denen, die trotz großer Lebensgefahr den mutmaßlichen Täter Ibrahim A. überwältigt haben. So viel Mut und Entschlossenheit verdient den größten Respekt. Ibrahim A.
jahreslange Strafakte beginnt in Nordrhein-Westfalen und führt nach Hamburg. Er war in der Vergangenheit sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Hamburg mit Gewaltdelikten aufgefallen. Es stellen sich viele Fragen, die in Nordrhein-Westfalen, aber auch hier bei uns in Hamburg geklärt werden müssen. Wie konnte die Gefahr, die von Ibrahim A. ausging, so unterschätzt werden? Wie konnte die psychiatrische Beurteilung eine Fremdgefahr ausschließen, obwohl der mutmaßliche Täter auch in Haft auffällig wurde? Welche Maßnahmen wurden zur Prävention nach der Haftentlassung eingeleitet? Inwieweit wurde das Hamburger Gesetz zur Resozialisierung und Opferschutz umgesetzt? Ja, er hat seine Haft abgesessen und musste dann entlassen werden. Aber wie war die Betreuung danach? Das sind Fragen, die wir unbedingt klären müssen. Frau Gallina, Sie müssen diese Fragen beantworten. Und ich finde es unbegreiflich, dass Sie sich als zuständige Senatorin erst nach einer Woche zu Wort gemeldet haben. In Ihren Aussagen habe ich null Selbstkritik wahrgenommen, auch nicht die Bereitschaft, sich mit den strukturellen Problemen der Hamburger Justiz, der Hamburger Justizvollzugsanstalten auseinanderzusetzen. Ich möchte hier ein Problem ganz klar benennen, das auch nicht neu ist. Seit 2021 versuchen wir Ihnen deutlich zu machen, dass wir einen eklatanten Mangel an psychologischer Versorgung im Justizvollzug haben. Wir haben einen katastrophalen Personalmangel, der dringend behoben werden muss, damit solche Fehleinschätzungen nicht wieder passieren. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass es vielfältige und schwere psychische Störungsbilder in Haft gibt. In der Untersuchungshaftanstalt stehen, Stand 2021, Stellen im Wert von 3,5 Vollzeitäquivalente für Psychologinnen bis zu 482 Gefangenen gegenüber, was einer Betreuungsquote von 1 zu 138 entspricht. In der JVA Fuhlsbüttel gibt es gerade einmal 4,5 Vollzeitäquivalente. Die Betreuungsquote liegt bei 1 zu 144. Mit diesen Zahlen müssen wir uns morgen auch auseinandersetzen. Eine rein psychiatrische Versorgung kann diese Bedarfe nicht umfänglich auffangen. Und ich bin mir sicher, dass unter diesen Umständen die Psychologinnen und Psychiaterinnen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, sich intensiv mit den Problematiken auseinanderzusetzen oder bei komplizierten Fällen sich auch wirklich ausreichend Zeit zu nehmen, um eine gründliche Einschätzung abzugeben. Und es ist einfach nur fahrlässig, diesen Umstand so zu ignorieren. Und man muss auch ganz deutlich sagen, das Personal darf nicht im Stich gelassen werden. Auch bei der Umsetzung des Resozialisierungsgesetzes darf nicht gespart werden. Die besten Gesetze bringen nichts, wenn das Personal fehlt für die Umsetzung. Wir müssen uns morgen mit der Frage auseinandersetzen, wie können strukturelle Probleme behoben werden. Ich finde, es darf nicht darum gehen, dass eine Schuldzuweisung stattfindet. Nein, Frau Zax, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass wir eine ehrliche Debatte führen, dass wir die strukturellen Probleme morgen wirklich beleuchten, dass wir endlich auch diese Probleme aufarbeiten, also wirklich ehrlich aufarbeiten und auch beheben. Und ich finde, es ist ja auch für das Personal, die in diese Entscheidung mit involviert war, eine sehr belastende Situation, damit umzugehen. Dementsprechend braucht es eben für sie auch eine stärkere Unterstützung. Noch ein Wort, noch mal was zur AfD. Sie instrumentalisieren diese schreckliche Tat und auch die Opfer, um ihr ekelhaftes Süppchen zu kochen. Und damit haben Sie auch wieder einmal bewiesen, wessen Geisteskind Sie sind. Diese Hetze muss jetzt endlich aufhören. Und ich hoffe, dass wir morgen eine konstruktive Aufarbeitung haben im Justizausschuss, da, wo das Thema dann auch wirklich hingehört. Frau Özdemir, für den Fall, dass Sie erwägen sollten, sich nochmal zu melden, würde ich Sie gerne an den parlamentarischen Sprachgebrauch dann erinnern. Gut. So, dann hat jetzt Frau von Treuenfels-Frohwein das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, natürlich und als allererstes, und ehrlicherweise habe ich das bei Ihnen vermisst bei der AfD, das tiefste Beileid gehört den Opfern und gehört den Eltern der Ermordeten. Das ist das Allerwichtigste, was wir heute hier sagen müssen. Und wie sich die Eltern der Ermordeten fühlen müssen und auch die Opfer, wenn sie eine solche öffentliche Debatte hören, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Die einen überziehen total und die anderen ziehen sich auch ein bisschen aus ihrer Verantwortung. Beides finde ich, ehrlich gesagt, eine sehr schwierige Position. Und da
damit sich eine solche schreckliche Tat nicht wiederholt, müssen wir uns, und das ist hier auch schon angeklungen, zwei Kernfragen stellen. Wie konnte es dazu kommen? Und vor allem, wie können wir so etwas verhindern? Das sind keine leichten Fragen. Zum Fall. Ibrahim A., bekannt, ohne festen Wohnsitz, drogenabhängig, hat Mitinsassen und Gefängnispersonal attackiert. Seine Vorstrafen und sein Hang zur Gewalt waren bekannt. Und damit ist er eine Gefahr für die Gesellschaft. Und genau für den Schutz für die Gesellschaft haben wir hier in Hamburg ein modernes Resozialisierungsgesetz. Und nur weil er in Untersuchungshaft saß, sollen die umfassenden Möglichkeiten zur Resozialisierung keine Anwendung finden? Das kann so nicht bleiben. Es ist nämlich nicht akzeptabel für niemanden, schon gar nicht für die Verbliebenen, dass ein nachweislich gewaltbereiter Häftling ohne soziale Struktur einfach so vor die Gefängnistür gesetzt wird und damit natürlich in ein Entlassungsloch gefallen ist und hatte genau das getan, was er schon immer getan hat, nur noch ein vielfach Schlimmeres. Und auch wenn Sie sich jetzt darauf berufen, hier von der linken Seite, und möglicherweise kommt es ja auch noch anders, dass juristisch, also nach den Buchstaben des Gesetzes, alles richtig gelaufen ist, den politischen Regelungsbedarf, den können Sie hier nicht ignorieren. Man darf sich hier nicht einfach aus der politischen Verantwortung herausnehmen und sagen, wir haben doch einfach alles richtig gemacht, im Gesetz steht es ja so, ist alles richtig. Und wer da was gegen sagt, der instrumentalisiert. So einfach ist die Sache hier nämlich nicht. Wenn Personen aus der U-Haft entlassen werden und anschließend schwerste Straftaten begehen, dann kann man nicht einfach behaupten, ja, systemisch war das alles in Ordnung. Ich finde, das ist zu wenig und ehrlicherweise finde ich auch, das ist ein Schlag ins Gesicht derer, die das mit anhören müssen, insbesondere derer, die betroffen sind, meine Damen und Herren. Und das ist hier noch witzigerweise gar nicht angeklungen und deswegen werde ich sie jetzt sagen und ich freue mich auch, dass ich das hier sage, weil normalerweise kommt sowas ja immer von der ganz rechten Seite und genau denen will ich das nicht überlassen. Wir haben nämlich auch ein Grundsatzproblem in dieser Frage zu klären. Wie geht man denn im Grundsatz mit jemandem um, der in unserem Land Schutz sucht und dann mehrfach straffällig wird? Dieses Thema wird uns noch öfter beschäftigen. Und ich sage es Ihnen ganz deutlich, wir sollten das hier nicht der rechten Seite überlassen, weil die Linken die Augen verschließen sollten, sondern wir müssen das regeln. Meiner Überzeugung nach, und das sage ich auch ganz deutlich, ist es dringend notwendig, Menschen, die so schwere Straftaten begehen, und da bin ich ganz bei Frau Faeser, ja, müssen dringend abgeschoben werden. Denn sie treten unseren Rechtsstaat mit Füßen und wenn der Rechtsstaat darauf nicht konsequent reagiert, verliert er an Akzeptanz. Und hier liegt das Problem im vorliegenden Fall. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Ibrahim A. ist Palästinenser und das ist der Grund, warum er faktisch nicht abgeschoben werden kann, um Frau Faesers, wie ich fand, etwas uninformierte Fragen zu beantworten. Sie müsste das als Innenministerin ja wohl eigentlich wissen. Kein anerkannter Heimatstaat, keine Regelung zur Abschiebung. Ibrahim A. ist neben allem anderen, was uns hier heute juristisch beschäftigt und auch emotional beschäftigt, auch ein Präzedenzfall für einen auf europäischer Ebene zu lösendes Problem. Jedenfalls kann es so nicht bleiben, dass am Status der Staatenlosigkeit die Abschiebung eines Straftäters scheitert. Frau Faeser sollte also nicht Fragen stellen, sie sollte Antworten suchen. Und auch hier in Hamburg müssen wir Antworten finden. Sie werden sich noch wundern, was hier alles auf uns zukommt und Sie werden einmal über meine Worte denken. Überlassen Sie das nicht den Rechten. Wir müssen Verantwortung dafür übernehmen, was hier in unserem Land passiert und da müssen wir auch mal Klartext reden. Und das gilt auch hier für Hamburg. Ich bin gespannt, was morgen im Justizausschuss dabei herauskommt. Eine Aufarbeitung braucht wahrscheinlich etwas länger, aber wir müssen unser Gesetz anpassen und wir müssen sehen, dass wir das wirklich tun und nicht heute nur entweder emotional oder drauf fahren, sondern wir müssen dem auch wirklich Taten folgen lassen. Sollten wir das nicht tun, dann entziehen wir uns alle unserer Verantwortung als Parlamentarier und das darf nicht sein. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das Wort hat jetzt Frau Senatorin Gallinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, der Mord an zwei jungen Menschen im Regionalzug bei Brokstedt ist eine furchtbare Tat, es ist eine grausame Tat. Geliebte Menschen zu verlieren und dann auch noch auf diese Weise so brutal rausgerissen aus der Mitte des Lebens, das gehört wahrscheinlich zu den schlimmsten Verlusten, die man in einem Leben erleiden kann. Und viele weitere Menschen, auch zum Teil schwer verletzt wurden, sind hier Opfer dieser Tat geworden. Auch ich wünsche den Verletzten von dieser Stelle
schnelle und vor allem auch vollständige Genesung. Aber auch alle ZeugInnen sind an dieser Stelle verletzt worden, nämlich in ihrem Grundvertrauen darauf, sich sicher durch den Alltag bewegen zu können. Den Opfern, ihren Angehörigen, ihren Freundinnen gilt auch mein tiefstes Mitgefühl. Und mein Dank gilt allen HelferInnen vor Ort, denjenigen, die mutig eingeschritten sind und auch all diejenigen, die jetzt und in Zukunft die Betroffenen unterstützen. Ich finde es unglaublich, dass Sie so offenlegen, was Sie mit dieser Debatte versuchen, indem Sie selbst in dem Moment, wo die Worte an die Opfer und die Angehörigen gerichtet sind, es nicht schaffen, den Respekt zu wahren. Und diese große Frage, die jetzt heute in der Debatte und in den letzten Tagen ja völlig zu Recht und auch ich trage die in mir, ja, formuliert wurde, hätte diese Tat verhindert werden können? Ja, die muss uns beschäftigen. Und auch die Frage, wie können wir in Zukunft dazu beitragen, das Risiko, dass solche Taten passieren, zu minimieren, muss uns beschäftigen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das nur dann seriös gelingen kann, darauf Antworten zu finden, wenn man sich auch die Zeit nimmt, den Sachverhalt richtig aufzubereiten. Das ist ja die Grundlage für jede Analyse. Und das ist das, was ich und was meine Behörde in den letzten Tagen ins Zentrum unseres Handelns gestellt haben. Und ich möchte auch noch mal sagen, weil hier diesmal diese Anwürfe kommen, der Senat hätte sich nicht geäußert. Das ist ja nicht wahr. Die zweite Bürgermeisterin hat sich schon vor 6 Tagen geäußert. Auch ich habe mich schon in der vergangenen Woche geäußert. Im Übrigen auch mit dem Hinweis darauf, dass es jetzt eine Sachverhaltsaufklärung braucht. Und das, was wir zu dem Zeitpunkt seriös sagen konnten, haben wir auch sofort gesagt. Diese Form, ja, Sie. Und wenn man das nicht abwarten kann, dann darf man sich auch nicht über den Vorwurf der politischen Instrumentalisierung beschweren. Das gehört dann auch noch zur Vollständigkeit. Wir sind sehr weit gekommen bei der Sachverhaltsaufklärung aus der Hamburger Perspektive. Es ist ja zu Recht angesprochen worden, dass hier eine längere Zeit sich der Täter schon in Deutschland aufgehalten hat und sich an unterschiedlichen Stellen Fragen stellen für die Themen, die uns hier beschäftigen und für die wir eine Zuständigkeit und Verantwortung haben, haben wir gut im Blick und wir werden auch morgen im Ausschuss Ihre nachvollziehbaren Fragen beantworten. Die Befassung habe ich übrigens schon in der vergangenen Woche angeregt. Insofern sollten Sie das vielleicht auch sich noch mal daran erinnern, Herr Thiering. Sie hätten ja jederzeit die Möglichkeit gehabt, auch zu sagen, wir wollen auch vorher schon einmal sprechen. Aber das ist ja das, worauf sich die Obleute im Ausschuss dann auch auf meinen Vorschlag hin verständigt haben. Ein paar Klarstellungen sind mir wichtig auf Basis unserer gesicherten Erkenntnisse. Sie sind zum Teil in der Debatte schon gemacht worden, aber anscheinend noch nicht richtig verstanden. Ibrahim A. hat sich, soweit wir wissen, nur wenige Wochen in Hamburg aufgehalten, bis es dann zu den Straftaten kam, die auch zu seiner Inhaftierung geführt haben. Ihm wurde hier der Prozess gemacht mit dem Ergebnis einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 1 Woche und eben erstmals nicht zur Bewährung. Und insofern bitte ich, dass auch die anmeldende Fraktion zur Kenntnis zu nehmen, dass der Vorwurf der Kuscheljustiz hier völlig deplatziert ist. Ibrahim A. hat dann Berufung eingelegt und jetzt gibt es den Vorwurf, er sei zu früh aus der U-Haft entlassen worden, weil seine Berufung noch nicht verhandelt wurde. Frau Zarks hat ihn ja schon versucht darzulegen, wie sich das verhält, auch strafprozessual verhält. Das ist noch nicht so ganz angekommen. Ich möchte das schon noch mal unterstreichen, weil das fürs Verständnis einfach wichtig ist. Diese Situation, in der er Berufung eingelegt hat, führt in der Tat aufgrund der Strafprozessordnung dazu, dass es nur zu einer milderen Strafe hätte kommen können, also mithin auch zu einer
möglicherweise sogar früheren Entlassung. Und die hat es hier ja eben genau nicht gegeben. Insofern ist mir das wichtig, nochmal zu betonen. Und es ist auch nicht so, dass zuvor sein Verfahren nicht genug gefördert worden wäre, weil es gab ja diese Verurteilung. Es gab keine vorzeitige Haftentlassung, sondern er ist die gesamte Zeit, und das hat natürlich auch was mit der Einschätzung, die hier schon angesprochen wurde, zu dem Täter zu tun. Er ist die gesamte Zeit in Untersuchungshaft gewesen. Und weil das so ist, hat das Landgericht, wie es vorgesehen ist, sich diesen Fall dann auch entsprechend vorgenommen und hat die Aufhebung des Haftbefehls beschlossen. Und dann gab es für uns, für die Justizvollzugsanstalt, keine rechtliche Möglichkeit, ihn weiter in Haft zu behalten. Er musste am selben Tag entlassen werden. Und es gab auch keine Möglichkeit, Auflagen oder Weisungen zu erteilen. Das ist einfach erstmal nur der Status quo. Zur Kritik zum Entlassungsmanagement möchte ich auch noch einmal klarstellen. Frau von Treuenfels-Vohwein hat es ja auch angesprochen. Wir haben verschiedene Regelungen. Wir haben Regelungen im Hamburgischen Resozialisierungsgesetz. Wir sind übrigens eins von wenigen Ländern, das überhaupt eins hat, weil es uns wichtig ist, diese Arbeit, diese Resozialisierung in den Fokus zu rücken. Aber es gibt tatsächlich unterschiedliche Vorschriften und Vorhaben für Menschen, die sich in Strafhaft befinden und für Menschen, die sich in Untersuchungshaft befinden. Das hat auch was mit der Unplanbarkeit von Untersuchungshaft zu tun. Insofern ist die Antwort auf die Frage, was kann man dann noch besser machen, nicht so einfach. Aber ich bin total dabei und habe auch meine eigenen Vorstellungen dazu, wie wir auch an dieser Stelle besser werden können. Und bei all dem, was ich jetzt beschrieben habe, wo wir so gehandelt haben, wie es vorgesehen ist, heißt das doch nicht, dass wir uns nicht trotzdem die Frage stellen müssen, wo wir besser werden müssen. Das ist vollkommen klar. Natürlich gehört das zur politischen Verantwortung. Ich finde es eine Selbstverständlichkeit. Und wir werden auch diesen Weg gehen. Wir haben uns vorgenommen, unser Resozialisierungsgesetz zu evaluieren, sowieso vorgenommen ist zu evaluieren, und das funktioniert fachlich fundiert. Ich weiß, das ist jetzt für Sie irgendwie schwer aushaltbar, Herr Nockemann, dass wir uns das vornehmen, das fachlich fundiert zu machen. Und dann werden wir natürlich auch genau diese Aspekte mit in den Blick nehmen. Es ist aber so, um das auch noch mal klarstellen zu sagen, dass es bereits Vorgaben zu Hilfsangeboten auch für Untersuchungshaftgefangene gibt. Und auch Ibrahim A. sind diese Hilfsangebote unterbreitet worden. Auch dazu werden wir sicher im Detail morgen im Ausschuss sprechen, Ihre Fragen beantworten und darstellen, wie das in diesem Fall gehandhabt wurde. Und ganz am Ende bleibt trotzdem die Frage, was können wir auch als Gesellschaft insgesamt tun? Was kann Justizvollzug tun, um das Risiko zu minimieren, dass Menschen solche Straftaten begehen können? Wir werden unseren Beitrag zu der Debatte und zu der Verbesserung der Situation leisten. Herr Dr. Wolf erhält das Wort für die AfD-Fraktion. Dankeschön. Sehr geehrtes Präsidium, meine Damen und Herren, das war nicht nur ein Messerangriff, über den wir hier und heute leider sprechen müssen, sondern eine grausame, eine heimtückische Tat an einem arglosen jungen Pärchen, welches diese zwei jungen Menschen das Leben kostete. Und wir reden hier über die Versäumnisse, die auch dazu beigetragen haben. Und da reden wir über das Thema Justiz und da reden wir noch weitergehend, dazu komme ich da noch, über das Thema Ausländerpolitik. Justiz, dass der Ibrahim A. freigelassen werden musste, wenige Tage bevor er dann seine Bluttat begann, liegt auch daran, dass das Urteil gegen ihn ein Jahr und wenige Tage ohne Bewährung milde war, dass die Staatsanwaltschaft es versäumt hat, gegen dieses milde Urteil
Berufung einzulegen und dass es noch nicht zu einer Berufungsverhandlung gekommen ist. Da sind mehrere Versäumnisse im Bereich der Justiz, die dieser Senatorin anzukreiden sind. Und kommen wir zum zweiten Punkt. Die Reaktion von Bundesinnenministerin Faeser. Nach dem Mord im Zug erklärte sie ihre, Zitat, Anteilnahme angesichts der erschütternden Nachrichten. Tags darauf am Bahnhof Brockstedt drang sie sich immerhin zu der Frage durch, wie es habe sein können, dass ein solcher Täter noch im Land war. A. Er hätte als Intensivtäter längst ausgewiesen werden müssen, dann wäre es nicht zu dieser Straftat gekommen. Herr Dr. Wolf, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn. Nein, er kann gerne in der nächsten Runde reingehen und dann können wir wieder darauf reagieren. Wer eine Politik der offenen Grenzen betreibt und diejenigen, die abzuschieben sind, nicht abschiebt, der sollte sich schämen, dann Krokodilstränen zu vergießen. Die Gefahren der Migration wurden viel zu lange ignoriert. Der öffentliche Raum wird immer mehr zur Gefahrenzone. Die Ampel in Berlin und der Senat in Hamburg kann nicht mehr die zentralen Garantien der Sicherheit für die Bürger sicherstellen, die er erbringen sollte. In Supermärkten und Zügen herrscht Angst. Es ist eben kein Einzelfall. Jeder Fall ist ein Einzelfall. Nein, täglich im Januar ist täglich in Deutschland eine Messerattacke passiert. Und jetzt hören Sie mal zu. Ganz frisch erreicht uns ein Brandbrief aus dem hessischen Main-Taunus-Kreis. Dort unter anderem der SPD-Bürgermeister der Herkunftsgemeinde von Frau Faeser sagt dort, Zitat, steuern und begrenzen Sie den Zustrom von Flüchtlingen aktiv. Schauen Sie genau hin, wer unserer Hilfe bedarf und wer nicht. Und führen Sie Menschen, die sich unrechtmäßig in der Bundesrepublik aufhalten, auch aktiv zurück. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Herr Tabat hat das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich glaube, insbesondere die Herren von der AfD täten gut daran, sich in der Tonlage etwas zu mäßigen, denn ich glaube, damit. Damit ist hier wirklich niemand geholfen. Wir haben alle hier zu Recht auf die inhaltliche Aufarbeitung morgen im Justizausschuss verwiesen. Einige können es offensichtlich nicht abwarten. Ich möchte dem auch nicht vorgreifen. Aber was ich schon nicht akzeptieren kann, ist, wenn hier Dinge in den Raum gestellt werden, die zum Beispiel Angriffe auf die Justiz, wie Sie es gemacht haben, Herr Wolf, das machen ja auch rechtspopulistische Bruder- oder Schwesterparteien in Europa, der AfD. Sie sollten dann aber, wenn Sie das tun, ich sage nicht, dass die Justiz hier in Deutschland nie Fehler macht, aber die sollten Sie dann auch benennen, das haben Sie hier aber nicht getan, sondern Sie haben einfach pauschale Angriffe auf die Justiz gemacht und das ist nicht zu akzeptieren. Das Zweite ist, neben Ihren nicht belegten Angriffen auf die Justiz, und hier wurde vorhin auch gesagt, man hätte irgendwie schauen müssen, wie man ihn länger in Haft hält, ohne dass irgendwelche Rechtsgrundlagen dafür benannt worden sind oder ohne dass irgendwie plausibilisiert worden ist, warum eine Untersuchungshaft länger dauern soll als eine Strafhaft, müssen wir ja auch nochmal das Thema, die Justizsenatorin hat das in den Blick genommen, des Strafvollzuges anschauen. Natürlich müssen wir uns anschauen, ob das Landesresozialisierungsgesetz und Landesresozialisierungs- und Opferschutzgesetz, was wir hier in Hamburg als erstes Bundesland in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht haben, übrigens ohne Stimmen der AfD, das habe ich noch mal nachgeschaut,
Ja, bloß wir müssen natürlich schauen, ob das auch an gewissen Stellen nachgeschärft werden muss. Tatsächlich gibt es dort auch einen Paragraphen 11. Ich erinnere mich noch an die Debatte darüber, der auch eben Maßnahmen für Untersuchungsgefangene vorsieht. Die Justizsenatorin hat es erwähnt, dass das nicht, sage ich mal, gleichzusetzen sein kann mit Menschen, wo wir wissen, wie lange die Strafhaft genau dauert. Und wir müssen uns trotzdem anschauen, ist hier sozusagen in der Untersuchungshaft genug passiert. Was man aber, in welcher Position man das nicht kritisieren kann, ist in der Position, in der Sie sind, Herr Wolf und Herr Nockemann. Wenn man ein Gesetz, das so eine Vorschrift vorsieht, die viele Bundesländer noch nicht einmal haben, wenn man dieses Gesetz ablehnt, dann zu kritisieren, dass es womöglich nicht vollständig angewandt worden ist, damit machen Sie sich gänzlich unglaubwürdig. Und zuletzt werden hier Scheinlösungen in den Raum gestellt, die auch präzisiert werden müssen, wenn man sie denn hier einfach mal so in den Raum stellt. Wenn hier gefordert wird, dass Menschen, die straffällig geworden sind, abgeschoben werden sollen, dann muss man auch sagen, wohin und auf welcher Rechtsgrundlage das passiert und wie das überhaupt möglich sein soll. Hat hier auch niemand gesagt. Vielen Dank. Für die Grüne Fraktion hat Herr Gwurz das Wort. Der Kollege ist aber groß. Ah, Sie sind ja nur neidisch, dass ich Sie ignoriere. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen, unsere Trauer gilt in diesen Tagen den beiden jungen Menschen, die letzte Woche nichts ahnend auf ihrem Weg nach Hause im Zug getötet wurden. Unsere Hoffnung gilt allen Menschen, die verletzt wurden, dass ihre Genesung rasch gelingen möchte. Und unsere Solidarität gilt den Angehörigen, die um ihre Liebsten trauern und um ihre Genesung bangen. Das muss man, glaube ich, immer wieder vorweg sagen in dieser teilweise aufgeheizten Debatte. Unsere Aufgabe hier im Parlament, in der Bürgerschaft, in der Politik, die besteht aus drei Dingen. Erstens müssen wir Transparenz in allen Details dieser Tat und dieser Umstände schaffen. Zweitens müssen wir hinterfragen, ob unsere geltenden Regeln und Gesetze so bleiben können, wie sie sind. Und drittens, und nicht am unwichtigsten, es gilt aber auch, den Rechtsstaat und seine Grenzen zu bewahren. Ich finde, Senatorin Gallina hat in ihrer Rede gerade genau das getan. Sie hat, was im Rahmen einer Aktuellen Stunde möglich ist, größtmögliche Transparenz hergestellt. Sie hat Hinweise gegeben, über welche Regelungen wir uns Gedanken machen müssen und was wir beraten müssen. Und sie hat auch deutlich gemacht, welche Grenzen wir im Rechtsstaat haben. Und dafür mein Dank. An Herrn Thering kurzer Hinweis. Sie haben vorhin in Ihrer Rede ja sehr viel Fakten referiert, die wir schon wissen über Ibrahim A. Sie haben gleichzeitig dann vorgeworfen, der Senat würde nichts aufklären, nicht informieren. Das finde ich schon interessant, dass Sie das zusammenbringen, weil all diese Informationen, die öffentlich verfügbar sind, sind öffentlich verfügbar, weil die Justizbehörde sie den Medien zur Verfügung gestellt hat, weil Frau Gallina sich auch schon letzte Woche dazu geäußert hat und diese Informationen transparent gemacht wird. Also Fakten zu referieren und Schweigen vorzuwerfen, das ist absurd. Und wenn Herr Wolf ein Urteil als zu milde kritisiert und daraus einen Vorwurf an die Justizsenatorin ableitet, dann kann ich nur schlussfolgern, dass die AfD nicht Rechtsstaat möchte, sondern politische Justiz. Herr Gwurz, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Und an Anna von Treuenfels vielleicht einen Hinweis nochmal auf die Praxis, weil auch Sie angesprochen haben, das Thema Straftäterinnen und Abschiebung. Dann muss man doch einmal zur Kenntnis nehmen, dass das durchaus schon Praxis ist. Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat zum Beispiel im vierten Quartal 2022 52 Personen aus Haftanstalten abgeschoben. Immer dann, wenn es möglich wird, wird das auch vollzogen. Ob man das nun gut oder richtig findet, ist eine andere Debatte. Aber es ist Fakt und deswegen bringt es auch gar nichts zu sagen, das ist ein großes Versäumnis und es wird nicht getan. Und deswegen ist das, was wir jetzt benötigen, tatsächlich die Praxis zu betrachten, zu bewerten
und zu beraten. Und das Ganze müssen wir aber auch tun vor dem Hintergrund der gesamten Lebensrealität geflüchteter Menschen. Was es definitiv uns nicht weiterbringt, ist die große, große, große Mehrheit der Menschen, die in dieses Land gekommen sind und hier friedlich und zivilisiert leben, in Sippenhaft zu nehmen. Das ist wichtig in den nächsten Tagen in der Debatte. Lassen Sie uns nüchtern bleiben. Vielen Dank. Herr Silmecke hat das Wort für die CDU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen. Ich bin doch etwas erstaunt. Herr Tabbert hat es eben richtig gesagt. Wir klären den Einzelfall dann auf, wenn uns der Sachverhalt vollumfänglich bekannt ist im Justizausschuss. Das kann eine Aktuelle Stunde in der Tat nicht leisten. Das ist richtig. Frau Zagst, Sie sagen, es war unvermeidbar. Sie wissen also schon offenbar mehr, als wir es wissen. Und dann muss ich sagen, finde ich es schon etwas zynisch zu behaupten, hier sei transparent politisch vorgegangen worden in Bezug auf Information. Also es ist ja nicht so, dass wir hier in irgendeiner Form zu einem Zeitpunkt eine ordentliche Information bekommen hätten, als Parlament, als Obleute, als Justizausschuss oder Ähnliches. Also ich hätte erwartet, dass eine Justizsenatorin eine Pressekonferenz anberaumt und die Dinge, die zu dem Zeitpunkt schon bekannt sind, bekannt gibt und es auch dem Parlament gegenüber direkt bekannt gibt. Das hätte ich erwartet. Und ich nehme sehr gerne, meine Damen und Herren, 4 Jahre ist es her, da stand hier Herr Senator Dr. Steffen. Und ich möchte ihn gerne zitieren dazu. Dazu zum Resozialisierungsgesetz sagte er, nach der Haftentlassung werden die Gefangenen wieder zu unseren Nachbarn, Arbeitskollegen oder Mitfahrern in der U-Bahn. Meine Damen und Herren, das Resozialisierungsgesetz ist ein gutes Gesetz, aber es muss auch angewendet werden. Und bevor wir uns im juristischen Klein-Klein verlieren, wann was gilt, beispielsweise, was wir vorhin kurz hörten, dass er nach einem Jahr oder kurz vor Vollverbüßung dieser Haftstrafe zu entlassen war. Ja, aber meine Damen und Herren, nach den Fakten, die Sie hier vorhin geschildert haben, war das doch klar. Das war völlig klar zu dem Zeitpunkt, als die Staatsanwaltschaft keine Berufung eingelegt hat, dass es nur milder werden könnte. Also musste man sich intensiv kümmern und wir müssen sehen, ob ausreichend intensiv sich gekümmert wurde. Ich glaube das nicht, aber wir werden das ja morgen im Ausschuss weiter vertiefen, meine Damen und Herren. Wir haben also eine Menge Fragen, aber wir wissen doch heute schon, dass wir ein systemisches Versagen haben. Seit 2016 ist es doch bekannt, meine Damen und Herren, zuletzt habe ich es in der SKA 22.99.00 abgefragt. Da sagte mir der Senat, mit Stand 9. November 22 befanden sich insgesamt 384 Gefangene in psychiatrischer Behandlung, meine Damen und Herren. Wir wissen, dass wir seit Jahren ein großes Problem mit psychisch auffälligen Gefangenen haben, meine Damen und Herren. Und hier wird seit Jahren nicht gehandelt. Und die Menschen da draußen, die interessieren sich doch völlig zu Recht alle nur für eine Sache heute, meine Damen und Herren. Die interessieren sich doch nur dafür, was tun wir als gewählte Volksvertreter dafür, dass so etwas nie wieder vorkommt. Was tun wir? Das ist doch das Wichtige. Und getan haben wir an der Stelle viel zu wenig, meine Damen und Herren. Und selbst im Koalitionsvertrag haben Sie es ja reingeschrieben, dass Sie eigentlich was tun müssten. Ich zitiere auch da, da sagen Sie, das Projekt medizinische Versorgung der Gefangenen in Hamburg im September 2016 wurde es evaluiert. Im September 2016, meine Damen und Herren. Seitdem haben wir den U-Bahn-Schubser von Berlin gehabt aus Hamburg. Und heute sitzen wir hier und beklagen 2 weitere Tote und mehrere Schwerverletzte. Und es liegt doch auf der Hand, dass wer solche Taten begeht, jedenfalls psychisch nicht stabil sein kann. Ja, leider ist die Zeit um, deswegen muss ich mich kurz fassen und komme gleich sonst gegebenenfalls noch mal drauf zurück. Vielen Dank. Frau Özdemir hat das Wort. Ihr folgt Herr Moser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Senatorin, Sie haben angekündigt, dass es eine Evaluierung des Resozialisierungsgesetzes geben wird. Was bedeutet das erst einmal in der Praxis? Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich einen Prozess haben werden, der 2 Jahre lang dauert und hingehalten werden, immer mit der Aussage, es gibt jetzt eine Evaluierung. Ich finde aber, in dieser Zeit muss unbedingt etwas passieren. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, morgen diese ehrliche Debatte zu führen und die strukturellen Probleme auch in den Vordergrund zu stellen. Und ich sehe es auch so, dass wir
seit Jahren eigentlich schon auf der Hand liegt, was genau schief geht, dass wir ein systemisches Problem haben. Es liegt auf der Hand, dass wir einen eklatanten Personalmangel haben und eben auch das Resozialisierungsgesetz bei der Umsetzung ja eben auch das Personal braucht, um richtig umgesetzt zu werden. Von daher würde ich mir wirklich wünschen und auch dringend dazu raten, dass wir morgen eben die strukturellen Probleme auch ins Zentrum unserer Debatte stellen und eben nicht darüber, was jetzt innerhalb dieser nächsten 2 Jahre passieren wird. Ich finde diese Evaluierungsprozesse zwar spannend und interessant und auch wichtig, aber das hilft uns jetzt in dieser Situation nicht, denn ich denke, es muss jetzt unbedingt etwas passieren und jetzt müssen wir diese Probleme angehen. Herr Moser hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vorab auch einmal mein Beileid an die Angehörigen der Opfer. Wenn man von Hamburg spricht, dann spricht man von einem Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Herkunftsländer. Das macht unsere Stadt einzigartig. Das sorgt an der einen oder anderen Stelle für Herausforderungen, aber bedeutet auch viel Potenzial. Jeder von uns ist unterschiedlich. Jeder von uns hat ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Jeder von uns hat andere Ansichten und Vorstellungen vom Leben. Das ist aber auch normal, denn jeder Mensch ist einzigartig. Das Geschehene ist einfach abartig und macht einen fassungslos. Es ist eine abscheuliche Tat. Ich verbiete mir aber das Verhalten der AfD von Herr Wolf und Herrn Noggemann, Politikmacher aus solch einem traurigen Ereignis heraus. Ich will hier nichts schönreden oder gar den Täter in Schutz nehmen. Diese Tat ist ein politisches Versagen. Dieser Mensch hätte längst gestoppt werden müssen. Wenn wir über Migration sprechen, sprechen wir einerseits von Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind und die Hamburg schon immer als ihre Heimat war. Auf der anderen Seite von Menschen, die gerade erst vom Krieg hierher geflohen sind. Meine Damen und Herren, was haben diese Menschen gemeinsam? Sie leben gerne in Deutschland. Sie leben gerne in Hamburg, weil sie in Frieden und Sicherheit leben. Weil wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben, der sie und ihre Familien schützt. Vor dem Gesetz ist hier jeder gleich, egal woher er oder sie kommt. So funktioniert der Rechtsstaat und wir alle können stolz darauf sein, dass er in Deutschland vergleichsweise gut funktioniert. Wir wollen und dürfen keine Willkür zulassen. Daher müssen die bestehenden Gesetze strikt angewendet werden. Daher müssen jegliche Gesetzesbrüche und Straftaten konsequent sanktioniert und bestraft werden, meine Damen und Herren. Darauf vertrauen auch viele Menschen mit Migrationshintergrund. Recht und Gesetz müssen zu jeder Zeit in unserer Stadt Gültigkeit haben. Den politischen Verantwortlichen kommt dabei eine besondere Verantwortung zu. Anhand der aktuellen Tat erweckt es leider den Eindruck, dass die politische Führung in der Justizbehörde diese Verantwortung nicht nachkommt. Der Rechtsstaat ist bei dieser Führung nicht in guten Händen, meine Damen und Herren, und das auch nicht seit den aktuellen schrecklichen Ereignissen im Regionalzug. Eine Justizpanne folgt der anderen und das seit Jahren. Irgendwann muss Schluss damit sein. Wie viele Unschuldige sollen noch dafür bezahlen, meine Damen und Herren? Ob entlassene Straftäter oder eine entlassene Staatsrätin. Denn Vertrauen in unseren Rechtsstaat würde es gut tun, wenn Hamburger Justiz endlich wieder in zuverlässigen Händen gelangt. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt erneut Herr Noggemann für die AfD-Fraktion. Herr Gewotsch, was für eine unsägliche und unselige Äußerung von Ihnen. Herr Dr. Wolf wollte hier politische Justiz. Wissen Sie, was politische Justiz ist, wenn der Generalstaatsanwalt dieses Landes sagt, er macht kein Ermittlungsverfahren gegen Herrn Grote, weil es ja politisches Aufsehen gibt? Das ist politische Justiz. Noch etwas. Die Staatsanwaltschaft kann angewiesen werden. Sie wissen, dass es das Weisungsrecht auch der Justizbehörde gibt. Und bei einem Jahr, bei so einem Täter, das ist Kuscheljustiz. Und da hätte die Justizsenatorin sich mal einschalten müssen bei der Staatsanwaltschaft. Und was mich auch interessiert, in Kiel hat es ja bereits in der letzten Woche eine Sitzung des Justizausschusses gegeben. Warum gibt es diese Sitzung des Justizausschusses hier erst morgen, wo Schleswig-Holstein bereits letzte Woche was gemacht haben? Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Oberstaatsanwalt hat mir vor 30 Jahren, als ich Referendar war, schon gesagt, die Straftäter lachen über uns. Und das System ist von damals von den Grünen transportiert worden bis heute. Und noch was, Herr... Und noch was.
wenn hier die Senatorin anmahnt, wir sollten uns mal mäßigen. Seit dem Breitscheidplatz, Weihnachtsmarkt, seit diesem Attentat gibt es diese unseligen Debatten, die uns alle nicht weiterführen, weil sie sich weigern, die Realität wahrzunehmen, weil sie sich weigern, die entsprechenden Gesetzesgrundlagen für die Festsetzung solcher Täter zu schaffen. Und da wird man auch mal laut sein können, nach 8 Jahren nichts tun, nach so vielen Toten, die wir Jahr für Jahr, Monat für Monat und Woche für Woche hier haben. Messertoten. Und wir wissen, wer die Täter sind. Und nochmal, es wird hier nichts instrumentalisiert. Es wird hier nichts instrumentalisiert. Frau Özdemir, Sie sagten das mal wieder mit der Ihnen üblichen Werf, nicht? Nein, wir machen seit Jahr und Tag darauf aufmerksam, dass wir eine unverantwortliche Politik im Bereich der Zuwanderung fahren. Und dafür steht ja auch die Zahl. 40% der Täter bei Totschlag, bei Mord sind diese 2% der Zugewanderten. Ne? 2% an der Gesamtbevölkerung und 40% Täter im Bereich Tod und Mord 2021. Da ist überhaupt nichts Instrumentalisierung. Wir machen darauf aufmerksam, dass Sie die Verantwortlichen sind. Und das passt Ihnen natürlich nicht. Und davon wollen Sie ablenken, von Ihrer Verantwortung. Hören Sie sich einfach mal an, was auf der Straße los ist nach diesem Mord. Wir hatten ja in Hamburg dann einen Tag später wieder mal in Barmbek Nord, auch wieder eine Messerstecherei. Das haben wir fast täglich hier mittlerweile. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann nicht abschieben. Man kann nicht abschieben. Wissen Sie, Frau Faeser hat jüngst erst eine Initiative der EU verhindert, die Abschiebeerleichterungen haben wollte. Das hat sie getan in dem Wissen, wie gefährlich das ist. Und auch nach Palästina kann man abschieben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Immerhin zahlen wir dort jährlich 340 Millionen Euro Entwicklungshilfe. Sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn die palästinensische Regierung auf das Geld verzichtet und ihre Leute nicht zurücknimmt. Herr Nockemann, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Tabat? Bitte? Herr Tabat hätte noch eine Zwischenfrage. Herr Tabat, fragen Sie, ja, fragen Sie. Ja, wollte Sie mal, ich war gerade nur etwas beunruhigt, weil... Müssen Sie nicht. Bin ich beunruhigt an die Erinnerung, dass Sie mal Innensenator dieser Stadt waren. Ja. Aber noch... Wenn ja. Bei mir wäre der Mann schon längst weg. Ja. Schon längst weg. Aber gerade als solcher, Herr Nockemann, Sie haben ja gerade der Justizsenatorin vorgeworfen, sie hätte eigentlich insofern Fehlverhalten sei ihr anzulasten, weil sie hätte die Staatsanwaltschaft anweisen müssen, Berufung einzulegen, um das Strafmaß dann zu verschärfen. Aber als Innensenator müssten Sie doch eigentlich eine Vorschrift kennen, die heißt RIST-BV. Das sind die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren. Und da schauen Sie mal rein, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist. Sie wissen, dass die Justiz einen relativ weiten Spielraum bei der Strafzumessung hat. Und die Staatsanwaltschaft darf nur dann Berufung einlegen, das steht in der RIST-BV, wenn sie davon ausgeht, dass das hier ein grobes Fehlurteil war, sage ich jetzt mal so sinngemäß, ich habe gerade nicht reingeschaut, aber Sie hätten da reinschauen sollen, bevor Sie solche Anschuldigungen erheben. Und da wir alle diesen Fall und die Akte nicht genau kennen, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man solche Äußerungen macht. Denn ansonsten würden Sie ja die Justizsenatorin dazu auffordern, rechtswidrig zu handeln. Und das als ehemaliger Innensenator sollte man nicht. Herr Tabat, ich weiß, dass Sie viel Aktenstudium betreiben. Wären Sie glücklich mit Ihrem Aktenstudium? Mir reicht, dass ich weiß, dass dieser Mensch gemeingefährlich war. Dieser Mensch war gemeingefährlich. Das wissen wir. Mehrfache Messerstraftaten. Und da hätte ich als Justizsenator angewiesen. Und Sie haben zu Recht gesagt, ich war hier mal Innensenator. Und wenn ich heute Innensenator wäre, wäre dieser Mann schon lange nicht mehr in diesem Land. Wir haben das damals geschafft. Wir haben damals auch die Drogenszene vertrieben. Und das haben Sie alle kritisiert. Sie haben uns deswegen angegriffen. Für Sie heißt es immer, da sitzen die Ausländerfeinde, die schieben immer ab. Ja, wir schieben diejenigen ab, die Straftaten begehen, die hier nichts zu tun haben. Da haben Sie völlig recht. Und vielen, vielen Dank für Ihren Hinweis. Sagen Sie doch einfach. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Özus, nicht? Er ist ja Mitglied auch im Bundesvorstand der SPD, hat ja 2016 mal gesagt, nachdem wir hier die offenen Grenzen hatten, wir müssten die Bedingungen des Zusammenlebens tagtäglich neu verhandeln, auch mit denen, die kommen. Was bedeutet das? Wir haben das Ergebnis, was dieses Neuverhandeln jeden Tag bedeutet. Das sind die Toten auf unserer Straße.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Thema der aktuellen Stunde? Ja, Herr, da müssen Sie sich mit Herrn Walczak kurz absprechen. Dann hat jetzt Herr Walczak das Wort. Also lieber Herr Tabbert, das möchte ich dann doch nicht so stehen lassen. Ja, die Richtlinien, die Sie ansprechen, die gibt es. Aber diese Richtlinien sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern Ergebnis eines demokratischen Prozesses. Erlassen vom Senat. Entschuldigen Sie, Herr Tabbert. Die Richtlinien hat nicht die Legislative gemacht und die Richtlinien hat auch nicht die Judikative gemacht. Die Richtlinien hat die Exekutive gemacht. Und wem untersteht, ja, Herr Tabbert, lernen Sie mal ein bisschen Staatsorganisation. Und wem untersteht im exekutiven Bereich die Justiz in Hamburg? Sie untersteht der Behörde von Frau Gallina. Also bitte, wenn ein Staatsanwalt bei einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Woche nicht in Berufung geht, weil die Richtlinien das verbieten, dann sage ich Ihnen einfach, dann sind die Richtlinien schlicht und ergreifend falsch. Herr Lockemann, wünschen Sie noch einmal das Wort? Dann sehen wir jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Thema, meine Damen und Herren. Uns verbleiben noch 20 Minuten für die Aktuelle Stunde. Deswegen rufe ich das nächste Thema auf, angemeldet von der SPD-Fraktion. Zielgerichtete Unterstützung in herausfordernden Zeiten. Mit dem neuen Wohngeld unterstützen wir dreimal so viele Haushalte mit geringeren Einkommen und hohen Wohnkosten. Das Wort hat Frau Köppen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das von der Ampelregierung auf den Weg gebrachte Wohngeld-Plus-Gesetz ist richtig und wichtig. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Kreis der Berechtigten verdreifacht, in Hamburg von 12.500 auf rund 37.500 Haushalte. Richtig und wichtig war daher auch der rot-grüne Antrag zum Wohngeld, den wir am 6. Oktober hier in der Bürgerschaft debattiert haben und der, bis auf die Gegenstimmen der AfD, von allen Parteien unterstützt wurde. Für diese Unterstützung möchte ich mich jetzt hier und heute noch einmal bedanken. Und in diesem Antrag hatten wir nämlich mehr Stellen für die Bearbeitung der Anträge und eine Kampagne gefordert. Alle Forderungen von uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat der Senat zügig umgesetzt. Haushaltsmittel in Höhe von über 100 Millionen Euro werden hierfür bereitgestellt und 100 neue Stellen geschaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit sind die Grundvoraussetzungen geschaffen worden, um den anspruchsberechtigten Haushalten in Hamburg schnell und zügig helfen zu können. Und ich möchte diese Aktuelle Stunde noch einmal nutzen und alle Hamburgerinnen und Hamburger auf das Wohngeld Plus aufmerksam machen. Für viele Einkünften ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten, ist dieser Schritt sehr schwer. Aber insbesondere die gestiegenen Energiekosten bringen viele Hamburgerinnen und Hamburger in finanzielle Bedrängnis. Und genau hier bietet das Wohngeld Plus Hilfe. Und daher meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte prüfen Sie, ob Sie anspruchsberechtigt sind. Aber die Unterstützung durch Wohngeld kann und darf nicht
kann nur die schwierige Lage im Moment überbrücken. Langfristig muss sichergestellt werden, dass die Menschen ihre Energiekosten wieder aus eigenen Einnahmen bezahlen können. Auch hier ist der Hamburger Senat, anders als andere Landesregierungen, einen Schritt voraus. Gestern hat Senatorin Pein die neuen Eckpunkte der Wohnraumförderung vorgestellt. Neben der weiterhin enorm hohen Neubauförderung für geförderten Wohnraum, insbesondere vor dem Hintergrund der gestiegenen Baukosten, wird ein weiterer Schwerpunkt auf die Modernisierung von Wohnraum gesetzt. Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie können nun zielgenau die Modernisierungsprogramme von der IFB von den Wohnungseigentümerinnen und Eigentümern beantragt werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Machbarkeitsstudie hat sehr deutlich gezeigt, dass bei den Bauten der 50er, 60er und 70er Jahre, die sich im Wohneigentum befinden, erheblicher Modernisierungsbedarf für den Klimaschutz und die Energieeinsparung besteht. Und gerade in diesen Häusern, Frau Sudmann, leben viele Menschen, die von der Inflation und den gestiegenen Energiepreisen betroffen sind und besorgt sind, dass sie Modernisierung nicht bezahlen können, sei es als Miete oder als Kredit. Und diese Sorge war bis dahin nicht ganz unberechtigt, haben doch einige Immobilienhaie die Modernisierung von Gebäuden als lukratives Geschäftsmodell gesehen. Mit der neuen Förderung wurden die bestehenden Programme umfassend verbessert. So stehen in 2023 Mittel für 10.000 und in 2024 für 13.000 Wohnungen zur Verfügung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Unterstützung der Menschen durch das Wohngeld-Plus-Gesetz aufgrund der Inflation und der gestiegenen Energiekosten ist der richtige Weg. Wichtig ist nun, die Hamburger Gebäude zukunftsfähig und klimagerecht zu sanieren, Energie einzusparen und damit das Wohnen in Hamburg bezahlbar lassen. Vielen Dank. Als nächster Redner hält Herr Lorenzen für die Grüne Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen. Ja, meine Kollegin Martina Köppen hat es eben schon großartig erläutert. Mit dem neuen Wohngeld werden wir sehr viele Haushalte entlasten. Und damit zeigen wir wieder einmal, dass eine Regierung mit rot-grüner Beteiligung, egal ob in Berlin oder in Hamburg, eben für eine gerechte Wohnungs- und Sozialpolitik steht. Und das ist eine gute Nachricht. Doch gar nichts mehr. Herr Nockemann, Sie haben heute wirklich genug Unsinn verbreitet. Regen Sie sich doch mal ab und hören Sie mal zu. Ich möchte noch einmal betonen, wie bedeutsam dieses neue Wohngeld ist, gerade für eine Metropole wie in Hamburg, in der ja die Mieten eben hoch sind und nun Mieterinnen und Eigentümerinnen durch hohe Energiekosten zusätzlich belastet werden. Wir reden immer abstrakt von Haushalten, von Statistiken, aber es geht eben um die Menschen und deren ganz alltäglichen Bedarf und in dem Fall um ihre ganz alltäglichen Sorgen, um Alleinerziehende, um Rentnerinnen, um die Menschen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben oder eben täglich zur Arbeit gehen. Diese Menschen haben zurzeit Sorge, dass sie sich das Leben in ihrer Wohnung, in unserer Stadt, in ihrem Zuhause nicht mehr leisten können. Durch die Energiekrise, durch die vielen Probleme rund um das Thema Bauen und Wohnen. Und eben auf diese Menschen schauen wir und diesen Menschen wollen wir helfen. Und da kann das neue Wohngeld einen Beitrag leisten und das ist eine gute Nachricht. Mit der Anhebung der Einkommensgrenzen können ab diesem Jahr schätzungsweise in Hamburg dreimal so viele Haushalte, auf Deutschland bezogen sogar viermal so viele Haushalte von dem Wohngeld profitieren. Und ich befürchte ja schon, dass vom rechten Rand wieder die Diffamierung dieser Leistung als Almosen, die Stigmatisierung der Anspruchsberechtigten kommt. Und ich möchte noch mal klar sagen und auch an die Öffentlichkeit und hoffentlich auch an die Presse, spitzen Sie die Federn, drehen Sie die Mikrofone aus. Es ist ganz, ganz wichtig, dass alle verstehen, dass dieses Wohngeld Ausdruck einer gerechten Finanzpolitik ist. Wir haben immer, oder ich habe das hier auch kritisiert und das wurde auch kritisiert, dass wir
in der Krise unter Corona oder auch in der Energiekrise sehr viel Geld mobilisiert haben und teilweise auch eben zu viel Gießkanne und zu viel in überall hin. Und hier haben wir endlich eine Maßnahme, die zielgerichtet den Menschen, den unteren und mittleren Einkommen hilft. Und liebe Hamburgerinnen und Hamburger, bitte prüfen Sie, ob Sie einen Anspruch haben. Dieses Geld ist für Sie und wir müssen breit aufklären und informieren, dass dieses Geld abrufbar ist und abzurufen ist. Die Menschen brauchen es und sollen es bekommen. Und deswegen möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, die wir schon getan haben. Wir haben hier in der Bürgerschaft eben auch beschlossen, dass wir diese Bundesmittel breit sozusagen informieren, dass wir eine Informationskampagne machen. Auf diese möchte ich noch einmal hinweisen. Wir werden in Hamburg alles tun, um das neue Wohngeld bekannt zu machen und den Anspruchsberechtigten schnell und einfach zu helfen, auf dieses Geld zuzugreifen. So, in Hamburg setzen wir langfristig natürlich auf eine breitere Strategie, um Menschen das Wohnen zu ermöglichen und es bezahlbar zu machen. Denn der Mietenspiegel in Hamburg ist trotzdem hoch. Wir müssen also zum einen auf bezahlbare Mieten hinarbeiten und gleichzeitig eben auch, und das ist wichtiger denn je, auf bezahlbare Heizkosten. Das kommt dann allen zugute, nicht nur denjenigen, die wohngeldberechtigt sind. Als beliebte und attraktive Metropole hat Hamburg außerdem mit hohen Bodenpreisen zu kämpfen. Und auch dieser Herausforderung nehmen wir uns an. Und deswegen betone ich das gerne nochmal und sage es auch gerne nochmal, dass wir gemeinsam mit der Volksinitiative Boden und Mieten einen, ich glaube, wegweisenden Schritt gegangen sind und Erbpacht und Sozialbindung für bezahlbare Mieten zusammengebracht haben. Eben mit der Sozialbindung auf 100 Jahre und mit der Tatsache, dass wir städtische Flächen grundsätzlich nur noch im Erbbaurecht vergeben. Denn Hamburg und diese Regierung steht für eine sozial gerechte Stadtentwicklung. Und zum Schluss möchte ich noch einmal und sehr stark allen denen eine Absage erteilen, die versuchen, Klimapolitik und Sozialpolitik gegeneinander auszuspielen. Dass gerade das Thema Heizkosten, gerade das Thema Nebenkosten zeigt doch, dass Klimapolitik und eine gerechte Sozialpolitik zusammengehören. Wir werden mit ordnungspolitischen Maßnahmen, wir werden mit Förderprogrammen, die noch ausgeweitet werden, ich denke, unsere Stadtentwicklungssenatoren wird darauf gleich eingehen, dafür sorgen, dass die Nebenkosten und die Heizkosten niedrig bleiben. Wir werden dafür sorgen, dass Wohnen und Nebenkosten bezahlbar bleiben und gleichzeitig damit einen wertvollen und wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in Hamburg leisten. Und auch dafür steht Rot-Grün in Hamburg. Danke. Frau Dr. Frieden, Sie halten das Wort für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, seit Montagmittag frage ich mich, warum ist das Thema in der Aktuellen Stunde? Ich habe es jetzt verstanden, das ist der Werbeblock und da muss ich sagen, das finde ich richtig gut. Denn es ist wichtig, dass die Menschen erfahren, dass sie Anspruch haben könnten auf Wohngeld. Und Sie haben ja auch schon gesagt, Sie erwarten, dass es dreimal so viele sind wie bisher und dass die Beträge eventuell auch höher sein könnten. Und insofern ist es gut und in diesen Zeiten sehr, sehr positiv zu sehen, dass es diese Möglichkeit gibt. Was ich darüber hinaus erwartet hatte, ist jetzt eigentlich nicht der Verweis auf einen gestellten Antrag, sondern auf den Stand der Umsetzung, nämlich was wie Plus in Kraft trat. Ich habe zum Beispiel eine Frau, die am 15.09.22 ihren Antrag eingereicht hat und bis zum 18. Januar 23 noch nichts gehört hatte. Gar nichts. Und das in einer schwierigen Lebenssituation zwischen zwei Jobs, wo sich der neue Job verschoben hatte und so weiter, die wirklich dringend dieses Geld brauchte. Der Antrag soll jetzt auf Nachfrage bis Mitte Februar bearbeitet worden sein. Also 5 Monate. 5 Monate Bearbeitungszeit von Anträgen von Menschen, die auf das Geld dringend angewiesen sind. Also ich hoffe, dass ich wir tatsächlich gleich was hören zum Stand der Dinge und wie die Dinge jetzt auch besser organisiert werden. Und besser organisiert ist, da ist für mich zum Beispiel das Minimum im Jahre 2023 im digitalen Zeitalter, dass die Leute zumindest mal eine Eingangsbestätigung erhalten. Sonst können sie ja nicht mal sicher sein, dass ihr Antrag da ist. So. Das
Jetzt komme ich zu der anderen Seite, zum Thema der Aktuellen Stunde, wo es dann heißt, nach ersten Schätzungen wird sich der Kreis der Berechtigten verdreifachen. Viele Bürgerinnen und Bürger, die bislang keinen Anspruch auf Wohngeld hatten, werden also von der Wohngeldreform profitieren. So steht es auch auf der Webseite der BSW. Ist das jetzt eigentlich Ihr politischer Anspruch, immer mehr Haushalte in den Wohngeldbezug zu bringen, immer mehr Menschen von staatlicher Hilfe abhängig zu machen? Feiern Sie dann nächstes Jahr, dass sich der Kreis der Berechtigten verzehnfacht hat? Denn dazu kann es leider kommen bei Ihrer Wohnungsbaupolitik mit Erbpacht und volatiler Förderung. Sie haben Ihre wohnungsbaupolitischen Ziele insbesondere im sozialen Wohnungsbau in 2022 verfehlt und dieses Jahr wird es sicher nicht einfacher. Dazu sind die Rahmenbedingungen einfach viel zu schlecht. Und das ist ja auch genau das, was Sie aus der Branche hören und was die Branche Ihnen ja auch laut sagt. Sie können es ja selber lesen. Da kann man sagen, Klagen ist das Kaufmannsgruß. Ja, klar. Aber wenn Sie in diesen Tagen mit der Wohnungswirtschaft sprechen, hören Sie Klagen, aber noch deutlicher sehen und hören Sie eine Art ungläubiges Staunen über das komplette Auseinanderfallen von Anspruch und Realität. Und zwar in der Baupolitik der Ampel, aber auch hier bei Rot-Grün. Bei Ihnen auch, Herr Kirchhoff. Ja. Bauen ist momentan tendenziell unwirtschaftlich. Viele Projekte werden storniert oder auf Eis gelegt. Und was kommt dann von der Politik? Förderung ja, aber sogleich kombiniert mit zusätzlichen Ansprüchen an Energiestandards im Neubau. Ein Standard, den viele Experten für zu hoch halten, angesichts der Tatsache, dass die zusätzliche Effizienz relativ klein ist, aber sehr teuer erkauft werden muss. Angesichts Ihrer Wunschliste werden wir immer weniger Neubau sehen. Wir werden steigende Mieten sehen. Das sehen wir jetzt schon. Und damit werden wir tatsächlich immer mehr Menschen sehen, die Wohngeld brauchen. Etwas, was ehrlich gesagt wir nicht für erstrebenswert halten. Menschen, Familien sollen von ihrem Einkommen leben können. Dazu gehören vernünftige Löhne und Gehälter. Dazu gehören aber auch Mieten, die bezahlbar sind. Dazu brauchen wir den Wohnungsbau auch in diesen schwierigen Zeiten. Und damit meine ich ganz wesentlich zusätzliche Wohnungen, nicht Sanierung oder Bindungsankäufe und Verlängerungen. Sanierung schafft kein einziges zusätzliches Zimmer, wenn Sie Pech haben. In Ihrem Haushalt, im Bundeshaushalt, sind 14 Milliarden für den Gebäudesektor vorgesehen. Davon hat aber Frau Geibitz mit dem Bauministerium nur eine Milliarde für die gesamte Bundesrepublik. Das ist nicht sehr viel für Neubau in unserer Stadt und auch im gesamten Land. Denken Sie mal darüber nach und vielleicht setzen Sie doch ein paar Prioritäten einmal anders. Denn wir sollten wieder zu dem Punkt kommen, auch hier in Hamburg, wo die Menschen sich eine Wohnung in Hamburg auch leisten können, ohne Wohngeld. Danke. Die nächste Rednerin ist Frau Sudmann für die Fraktion Die Linke. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Hamburgerinnen, liebe Hamburgerinnen, das Wohngeld ist so wichtig in Hamburg, vor allen Dingen solange die Mieten hier so hoch sind, dass sie ganz viele Menschen regelrecht in die Armut treiben. Deswegen ist es gut, dass es eine Veränderung, eine Verbesserung beim Wohngeld gibt. Unser Ziel ist aber weiterhin, wir wollen leistbare Wohnungen haben, wir wollen keine profitorientierten Investoren haben, die teure Wohnungen bauen. Und Frau Frieling, Sie haben es ja eben gerade auch ein bisschen beklagt, unterstützen Sie Hamburg enteignet, dann wird es gut. Und wenn ich jetzt an Herrn Scholz denke, der in Berlin sagt, aber Enteignung schafft keine einzige neue Wohnung, ist auch gar nicht geplant damit. Aber Wohngeld schafft auch keine einzige neue Wohnung. Das soll doch mal gesagt sein. Aber worüber Sie gar nicht gesprochen haben, das sind die Probleme, die wir im Wohngeld hier in Hamburg haben. 110 neue Stellen sollen geschaffen werden. Mit dem Stand 16. Januar waren 90 Mitarbeiterinnen eingestellt, von denen noch rund ein Drittel sich in der Einarbeitung befanden. Das ist also noch ausbaufähig. Dann gucken Sie mal zurück ins letzte Jahr. Ja, Sozialdemokratinnen und Grüne, ruhig bleiben. Gucken Sie mal zurück ins letzte Jahr auf die Fehlzeitenquoten in den Bezirksämtern bei den Wohngelddienststellen. In Altona fehlten im Juni 5,8%, im Dezember 16,8%. Die Bearbeitungsrückstände, sprich der Zeitraum, bis ein Antrag bewilligt wurde, Frau Frieling, betrug 22 Wochen in Altona. Also fast ein halbes Jahr. Da war Ihr Beispiel ja noch fast gelungen dabei. In Eimsbüttel 15% Fehlzeitenquote, Wandsbek 24%.
Prozent. Was heißt das eigentlich bei der Bearbeitungszeit? Das heißt, wenn Menschen Wohngeld beantragen, die das Geld ja dringend brauchen, die lassen sie warten. Und auch jetzt bei dem neuen Wohngeld Plus ist es so, dass Sie als Behörden offiziell sagen, es dauert gut 10 Wochen, bis es bewilligt wird. Das heißt, wenn Sie Ende Januar Wohngeld beantragt haben, bekommen Sie 10 Wochen später das Geld, frühestens. Und Herr Lorenzen sprach eben davon, als Zwischenruf sagte er, Geduld. Geduld mag ja gut sein, aber was mache ich bis dahin? Halte ich die Luft an? Mache den Kühlschrank zu? Kaufe ich nicht ein? Also Sie müssen noch daran gehen, dass das Geld viel früher kommt. Und es gibt jetzt in den neuen Gesetzestexten gibt es die Möglichkeit einer vorläufigen Zahlung. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, Frau Pein, ob das schon definiert ist, weil da heißt es nämlich, die vorläufige Zahlung soll dann erfolgen, wenn zur Feststellung, Zitat, voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist. Was heißt denn längere Zeit? Ich finde, 10 Wochen sind schon viel zu lang. Vielleicht können Sie ja sagen, ab wann die Abschlagzahlungen möglich sind. Also wir wollen die Abschlagzahlung haben, wir wollen, dass die Leute schnell ihr Geld kriegen. Spannend finde ich jetzt aber noch mal immer die Berechnung, dass gesagt wird, wir gehen davon aus, dass dreimal so viele Leute wie heute, dreimal so viele Haushalte Wohngeld beanspruchen können. Wir haben zurzeit, hatten 2022 gut 12.000 Haushalte, die Wohngeld beantragt haben. Es gibt bundesweite Statistiken, die sagen, die Überlastung der Haushalte durch Wohnkosten liegt bei 11% aller Haushalte in Deutschland. Rechne ich es auf Hamburg um, wir haben gut 1 Million Haushalte, dann komme ich auf 100.000 Haushalte, die Wohngeldanspruch haben könnten. Wie gehen Sie eigentlich damit um? Und wie kommen Sie darauf, dass es nur dreimal so viel sind? Das sind fast 8-mal so viel. Das sind Fragen, die Sie bisher noch nicht beantwortet haben. Was aber gut ist an der heutigen Debatte, das hat Frau Frieling auch schon gesagt, es ist gut, dass wir heute über Wohngeld sprechen, dass hoffentlich in den Medien berichtet wird, Leute, ihr habt einen Anspruch, lasst ihn prüfen. Wenn ihr keinen Anspruch habt, wird das die Behörde euch schon rechtzeitig sagen. Aber wir wissen immer, dass es noch ganz, ganz viele Menschen gibt, besonders ältere Menschen, die gehen nicht zum Amt. Die haben Hemmschwellen. Deswegen bitten wir Sie zu prüfen, ob Sie nicht unserem Vorschlag folgen wollen, der in Bremen bei der Impfkampagne schon sehr erfolgreich war. Schreiben Sie die Rentner und Rentnerinnen an. Schreiben Sie sie an und sagen Sie, es gibt neues Wohngeld, es gibt die Möglichkeit, dass Sie vielleicht einen Anspruch haben. Bitte lassen Sie es prüfen, machen Sie gerne noch ein Rechenbeispiel dabei. Aber schreiben Sie aktiv an, dadurch schaffen Sie es ein bisschen, die Hemmschwelle zu mindern. Das wäre ein guter Weg. Vielen Dank. Wir kommen nun eigentlich zum Ende der Aktuellen Stunde. Es hat sich aber Frau Senatorin Pein gemeldet und sie erhält nun das Wort. Und im Anschluss haben natürlich alle Fraktionen nochmal die Möglichkeit, sich auch zu Wort zu melden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist das Kernanliegen des Senats, bezahlbares Wohnen zu fördern und zu erhalten. Und dies trotz der allgemein gestiegenen Kosten dauerhaft zu gewährleisten, ist die zentrale Gerechtigkeitsfrage auf dem Hamburger Wohnungsmarkt. Besonders in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten müssen wir dafür Sorge tragen, dass es auch mit einem geringen und mittleren Einkommen möglich ist, die Wohnkosten zu bezahlen. Deshalb ist es die Aufgabe aller politischen Verantwortlichen auf Bundes- und auf Landesebene, auf die aktuellen Entwicklungen zu reagieren und Lösungen zu entwickeln. Daher begrüße ich ausdrücklich das neue Wohngeld-Plus-Gesetz. Es ist die größte Wohngeldreform in der Geschichte Deutschlands, die am 1. Januar diesen Jahres in Kraft getreten ist. Und das ist eine gute Entscheidung der Bundes. Regierung. Profitieren, wovon rund 25.000 Haushalte erstmalig einen Wohngeldanspruch erhalten. Das ist schon häufiger gesagt, das ist eine Verdreifachung der Anspruchsberechtigten und für die Verwaltung eine große Aufgabe, damit umzugehen. Der Senat hat sich frühzeitig auf den damit verbundenen steigenden Verwaltungsaufwand eingestellt. Es wurde auch schon erwähnt, dass es auch in den Bezirksämtern schon in den laufenden Vorgängen lange Bearbeitungszeiten gibt. Und deshalb war es wichtig, hier vorzubauen. Unter Federführung der Sozialbehörde wurde die Taskforce, die zentrale Wohngeldstelle Hamburg, ins Leben gerufen. Und die hat bereits am 1. Dezember, also noch bevor das neue Gesetz überhaupt in Kraft getreten ist, mit der Arbeit begonnen. In kürzester Zeit wurde das notwendige Personal eingestellt und eingearbeitet. Dem vorausgegangen war ein wahrer Einstellungsmarathon. Innerhalb von 1,5 Monaten wurden mehr als 100 Einstellungsgespräche geführt. Und ich finde, das ist eine wirklich starke und vorbildliche Offensive. Die einen sagen,
sagen, es sind nur 90. Ich sage, wir haben jetzt 90 Stellen besetzt. Gucken Sie mal in unsere anderen Bundesländer, wie viel Personal dort angeworben werden konnte und sich in Einarbeitung befindet. Bis März soll der Personalaufbau abgeschlossen sein. Das ist eine großartige Leistung. Die Arbeitsteilung für diesen neuen Verwaltungsaufwand sieht so aus, dass die zentrale Wohngeldstelle die Bearbeitung der neuen Fälle übernimmt. Die alten Fälle werden weiter über die Wohngeldstellen der Bezirke bearbeitet. Das heißt, die Bezirke werden nicht zusätzlich belastet. So reagieren wir unbürokratisch und bürgernah auf die vielen neuen Anträge, die wir erwarten, damit die Unterstützung auch schnell und direkt bei den Menschen ankommt. Die zentrale Wohngeldstelle wird voraussichtlich zum Ende dieses Jahres, spätestens aber Ende März 2024, aufgelöst. Danach wird das Personal in die Bezirke gehen und sozusagen in die Regelarbeit übergehen. Seit dem 1. Dezember sind schon fast 8.000 neue Anträge eingegangen. Schon am ersten Arbeitstag nach Inkrafttreten der Reform, also am 2. Januar, konnten die ersten positiven Bescheide erstellt werden. Besonders hervorheben möchte ich, dass bisherige Wohngeldempfängerinnen und Empfänger zum Jahreswechsel selbst überhaupt nichts veranlassen mussten. Die bestehenden Ansprüche in den laufenden Wohngeldfällen, wurden automatisiert im Hintergrund überprüft, die Höhe neu berechnet und die neuen Bescheide bereits erstellt. Und seit Mitte Januar kann das Wohngeld Plus in Hamburg vollständig digital beantragt werden. Dafür bedarf es lediglich eines Nutzerkontos, das man online anlegen kann. Selbstverständlich können die Anträge auch weiterhin per Post oder persönlich eingereicht werden. Ich möchte an dieser Stelle besonders allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die sich für die reibungslose Umsetzung dieser großen Wohngeldreform einsetzen und die Vielzahl der Anträge gewissenhaft und zügig bearbeiten. Die regelhafte Bearbeitungszeit ist nicht 10 Wochen, sondern das sind die Fälle, die falsch gestellt werden, die eigentlich Altanträge sind oder die unvollständig sind. Das heißt, da muss nochmal nachgefordert werden. Ansonsten reden wir von 4 bis 6 Wochen und das finde ich ganz ordentlich. Aber es ist natürlich auch weiter erforderlich, die Mieterinnen und Mieter umfangreich über die neuen Regelungen zu informieren. Und deshalb haben wir den Auftrag von SPD und Grünen sehr gern entgegengenommen, die Wohnungswirtschaft und die beiden Hamburger Mietervereine in die Informationskampagne einzubeziehen. Wir informieren die Menschen über viele Kanäle, von der Plakatwand an der Litfaßsäule, über die Werbung in U- und S-Bahn bis hin zu den Wochenblättern. Und die hohe Antragszahl von 8.000 zeigt, dass wir die Menschen erreichen. Aber es ist mir ein besonderes Anliegen, auch noch mal denjenigen Mut zuzusprechen, die das bislang nicht getan haben. Viele von ihnen werden bislang keine staatliche Hilfe in Anspruch genommen haben und es ist eine große Hürde, das zu tun. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, die äußeren Rahmenbedingungen im letzten und auch in diesem Jahr sind ohne Ihr Verschulden so erschwert, dass es nicht unrühmlich ist, diese Hilfe anzunehmen. Sie können im Internet den Wohngeldrechner verwenden, um zu prüfen, ob Sie anspruchsberechtigt sind, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CEWO, der zentralen Wohngeld Stelle, beraten Sie dabei gern. Nutzen Sie dieses Angebot, es steht Ihnen zu und Sie sind damit nicht allein. Die Bundesregierung hat den Rahmen für diese Unterstützung geschaffen und die Hamburger Politik und Verwaltung sorgt dafür, dass das Geld bei denen ankommt, die es brauchen. Hamburgs Mieterinnen und Mieter können sich auf die politisch Verantwortlichen in Bürgerschaft und Senat verlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächster Redner hält nun das Wort Herr Dr. Wolf für die AfD-Fraktion. Sehr geehrtes Präsidium, meine Damen und Herren. Und täglich grüßt das Murmeltier. Morgen ist Murmeltiertag und das versinnbildlicht durchaus die verfehlte rot-grüne Wohnungspolitik insgesamt. Es kommt zwar etwas mehr Licht in Form eines erhöhten Wohngeldes für mehr Bürger in die Welt, am Ende aber überwiegt doch die Dunkelheit. Der Angang ist löblich, er kommt allerdings spät und vor allem er nützt im Endeffekt nichts. Denn die wirklichen Miseren der
Krise, des Problems der Mieten und der Heizkosten geht der Senat letztlich nicht an. Kein Licht am Ende des Tunnels. Denn immer mehr Berechtigte treffen auf immer weniger Wohnungen. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Zwar wurde das Personal der Wohngeldstellen aufgestockt, aber es ist, das wurde schon angesprochen, noch nicht vollständig einsatzfähig. Die Höhe des Wohngeldes wird angehoben und die Heizkosten werden bezuschusst. Und es gibt zusätzlich eine Klimakomponente, um die Mieterhöhung wegen teurer energetischer Gebäudesanierungen abzumildern. Aber warum haben wir denn überhaupt einen derart hohen Bedarf an Sozialleistungen bis hin in die Mittelschicht? Die Nebenkosten sind sehr hoch und steigen weiter. Früher waren Heizkosten, Strom und so weiter bezahlbar. Es greifen die Gesetze der Ökonomie. Wenn man auf der einen Seite künstlich das Angebot an stabiler Energie verknappt, wenn man aus Kohle und Kernkraft aussteigt, ich weiß, Sie hören das nicht gern, aber man muss immer wieder an die Marktwirtschaft erinnern. Gerade die linke Seite des Hauses hat damit Probleme, das nachzuvollziehen. Wenn man das Angebot verknappt, steigen die Preise. Hausgemacht. Und zweiter Punkt, der Bestand der Wohnungen wächst weniger als notwendig, insbesondere wenn man immer mehr Leute nach Hamburg holt. Der Bestand an Sozialwohnungen dümpelt bei 78.000 vor sich hin. Teure energetische Vorgaben im Baubereich und das Erbbaurecht bremsen den Wohnungsbau aus. Neubau rechnet sich nicht mehr. Gerade vor wenigen, kürzlich hat Vonovia, einer der großen Wohnungsbauunternehmen, angekündigt, für dieses Jahr alle Neubauprojekte, Wohnungsbauprojekte zu stoppen. Und was machen Hamburger Familien? Die ziehen ins Umland. Hamburg wird die Hauptstadt der Einwanderung für Flüchtlinge und für Sozialbedürftige. Und junge Familien verlassen die Stadt. Eine dramatische Entwicklung. Und das ist eine Folge der verfehlten Politik von Rot-Grün in Hamburg und in Berlin. Vielen Dank. Frau Martens, Sie halten das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Der Staat hat die Grundvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein zu sichern. Das zu garantierende Existenzminimum umfasst auch das Wohnen. Wohnen ist ein Menschenrecht. Vor diesem Hintergrund hat es die Bundesregierung mit dem Wohngeld Plus unternommen, Bürgerinnen unter die Arme zu greifen, um die Herausforderungen durch gestiegene Energie- und Lebenshaltungskosten bewältigen zu können. Neben weiteren Maßnahmen der Bundesregierung zur Entlastung bei den Energiekosten trägt das Wohngeld Plus dazu bei, dass Haushalte mit geringem Einkommen bei den Wohnkosten Unterstützung erhalten. Der Empfängerkreis wurde deutlich vergrößert und im Schnitt verdoppelt sich das Wohngeld. Zudem ist eine dauerhafte Heizkostenkomponente mit inbegriffen und eine Klimakomponente wird höhere Mieten aufgrund energetischer Sanierung abfedern. Von den Oppositionsparteien höre ich viel Kritik, aber keine wirklichen Lösungsvorschläge, die zeitnah helfen. Jetzt mehr Wohnungsbau zu fordern, ist gut und schön, hilft aber den Menschen aktuell nicht weiter. Und vielleicht sollten Sie sich innerhalb der Fraktion mal einigen. Frau Frieling hat gestern in der PM gefordert, mehr Wohnungsbau, und Herr Gladiator eine Stunde später gegen das Bauvorhaben in Obervillera eine PM herausgegeben. Meine Damen und Herren, die Menschen benötigen jetzt Lösungen für akute Notsituationen. Das Wohngeld Plus bringt die Unterstützung, die aktuell gebraucht wird. Und wir werden hier in Hamburg alles tun, damit das Geld auch möglichst schnell bei den Menschen ankommt. Wie bereits gesagt,
Als Sozialsenatorin hat Frau Leonhardt frühzeitig neue Planstellen eingerichtet und dafür gesorgt, dass Personal zur Verfügung steht. 90 der geplanten 100 Vollzeitstellen sind bereits besetzt. Damit Anträge zum neuen Wohngeld möglichst zügig bearbeitet werden können, hat die Sozialbehörde bereits zum 1. Dezember eine zentrale Wohngeldstelle für Erstanträge bei der Sozialbehörde eingerichtet. Das Wohngeld kann online beantragt werden und an Haushalte im laufenden Bezug wird das erhöhte Wohngeld automatisch ausgezahlt. Seit November läuft bereits eine Informationskampagne zum Wohngeld. Mit dem Online-Wohngeldrechtsspruch überprüfen. Für Leistungen, die Ihnen zustehen. Vielen Dank. Herr Dugel, Sie halten das Wort für die Grüne Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Wohngeld ist ein Wohnkostenzuschuss für Haushalte mit hohen Mieten und geringem Einkommen. Ich möchte da mal ein Beispiel aufgreifen meiner grünen Kollegin im Bundestag, Hanna Steinmüller, die ein Beispiel brachte und sagte, eine alleinstehende Rentnerin mit einer Miete von 550 Euro und einem monatlichen Einkommen von 1200 Euro. Die hat nach dem alten Wohngeldgesetz einen Wohngeldanspruch von 16 Euro gehabt. Wahrscheinlich hat sie das gar nicht ausgenutzt. Der Aufwand ist entsprechend groß. Nach dem neuen Wohngeldgesetz liegt der Zuschuss bei über 200 Euro. Und ich finde, das ist wirklich bemerkenswert und die richtige Maßnahme, weil ein Großteil der Kosten, die ja zusätzlich immer hineinkommen, sind insbesondere durch die Energiekosten entstanden. Und deswegen kommt dieses Wohngeldgesetz genau im richtigen Moment und es ist auch sehr schnell reingebracht worden. Und das macht natürlich dann die Probleme, das auch schnell umzusetzen. Ich finde, das ist hier schon sehr, sehr gut. Wir sind wirklich vorne an bei dieser Umsetzung und Operationalisierung. Und meine Damen und Herren, wir sichern doch damit das Leben der Menschen, die eben diese geringeren Einkommen haben und diese hohen Kosten tragen müssen, dass sie in ihren Quartieren leben bleiben können, dass sie in ihrer Wohnung bleiben können, dass sie ihre Umgebung haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer diese Menschen nicht dann auch informieren will, welche Möglichkeiten sie haben, Zuschüsse zu bekommen, wie es die AfD mit der Ablehnung der Wohngeldkampagne gemacht hat, der verachtet doch diese Menschen und zwickt sie genau in das Elend hinein, das wir mit dieser Wohngeldreform hier abwenden wollen. Wir werden alles dran tun, alles dran setzen, diese Menschen nicht im Regen stehen zu lassen. Und ich glaube, das zeigt auch die gesamte Tätigkeit. Wir haben drei Säulen aufgebaut. Wir haben Informationen aufgebaut. Wir haben das Personal verstärkt. Wir haben die zentrale Stelle geschafft mit 110 Stellen. Und wir haben Digitalisierung geschafft. Ja, da gibt es die einen oder anderen Anlaufschwierigkeiten. Aber wenn ich sehe, und das möchte ich auch mal sagen, dass diese Mitarbeiterinnen jetzt geschult werden, viele auch schon mittendrin sind, dann muss ich auch diesen Mitarbeiterinnen einmal sagen, vielen Dank für Anerkennung für den Einsatz, den Sie hier leisten. Mir liegt nur noch eine Meldung von Herrn Grutzig für die CDU-Fraktion vor. Sie erhalten das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Dank an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, den können wir uns selbstverständlich anschließen. Schade finde ich, und das geht eindeutig an den Senat, dass der Senat diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt schon bei der Bearbeitung von Wohngeldanträgen beschäftigt sind, im Regen stehen lässt, weil er sie nicht entlastet, weil er nicht das nötige Personal einstellt, weil er
nicht dafür sorgt, dass Anträge zügig bearbeitet werden können. Das ist nicht richtig und das nutzt auch gar nichts, Frau Pein, wenn Sie hier groß erzählen, was Sie alles schon gemacht haben. Wenn das Ergebnis so ist, wie wir es zurückgespiegelt bekommen, wir bekommen täglich Meldungen von Leuten, die teilweise schon vor Monaten das Wohngeld beantragt haben und heute eben bis heute keinen Bescheid bekommen haben, dann kann da etwas nicht stimmen und dann können Sie hier noch so viel erzählen, was für wichtige und tolle Aufgaben Sie geleistet haben und wie viele Leute Sie eingestellt haben. Wenn im Ergebnis so lange gebraucht wird, bis ein Wohngeldantrag behandelt wird und das Geld ausgezahlt wird, dann kann etwas systemisch nicht stimmen und dann müssen Sie nachbessern, meine Damen und Herren. Und das können Sie, Herr Duge, das können Sie auch nicht mit ein paar Anlaufschwierigkeiten erklären. Das sind nicht Einzelfälle, sondern das sind die Altfälle, genau. Und jetzt wollen Sie erst die neuen Fälle bearbeiten und dann die Altfälle. Das ist doch lächerlich. Ja, die habe ich gehört und es bleiben eine Menge Fragen übrig, wie das Ganze denn laufen soll. Denn wenn Sie die Altfälle bisher nicht bearbeitet haben können, dann frage ich mich, wie Sie die neuen so schnell bearbeiten können. Das geht nicht. Ja, und die 90 Leute, die zum Teil noch in der Einarbeitung sind, die 8000 Anträge, die bisher gestellt worden sind, die können Sie doch alle gar nicht beantragen so schnell. Hier muss nachgearbeitet werden, hier müssen die Bezirke in die Lage versetzt werden, zügig zu arbeiten. Das ist bisher nicht in ausreichendem Maße geschehen und das kritisieren wir. Und solange können Sie Werbeveranstaltungen machen, noch und nöcher, wenn Sie die Leute nicht wenn sie es nicht schaffen, diese Anträge zu bearbeiten, dann ist es Makulatur und dann ist etwas im System falsch. Und als letzte Rednerin in der Debatte hält nun Frau Sudmann das Wort. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Frau Pein, ich bin etwas enttäuscht. Ich habe Fragen gestellt, relativ einfache Fragen. Und niemand von Ihnen hat darauf geantwortet, von Rot-Grünen aus dem Senat. Das finde ich schon seltsam. Ich wiederhole das gerne nochmal. Wir haben eine lange Wartezeit, teilweise 22 Wochen. Bei dem neuen Wohngeld reden Sie von 10 Wochen. Ich habe gefragt, wie ist es denn definiert? Gibt es die Möglichkeit für Abschlagzahlung? Keine Antwort. Ich hoffe, Sie werden dran. Ich habe Sie gefragt, wie kommen Sie darauf, dass es dreimal so viel Wohngeldberechtigte sind? Wenn wir diese bundesweite Quote von 11% zugrunde legen, kämen wir auf fast achtmal so viel. Keine Antwort. Ich habe nicht gefragt, das mache ich jetzt aber noch zusätzlich, was ist eigentlich mit der Dataport-Panne? In der Zeit sollen angeblich sogar Anträge verloren gegangen sein. Was passiert da mit den Antragstellerinnen? Werden die irgendwie informiert oder nicht? Kleines Bonmot am Rande. Mir erzählten Menschen, es gab selbst auf Papier keine Antragsformulare mehr. Sie konnten gar kein Wohngeld beantragen, weil sich alle auf online verlassen hat. Leute, das ist echt peinlich. Gut, und nächste Frage. Sie sagen 25.000 mehr Anträge, 100 Mitarbeiterinnen, das heißt 250 Fälle pro Mitarbeiterin. Ist das eigentlich angemessen? Reicht das oder passiert das, was Herr Grotzek gerade beschreibt, dass die Leute noch weiter untergehen? Das ist eine Frage, da hätte ich auch gerne eine Antwort von Ihnen. Und für Frau Köppmer, weil das hier eben war, wir haben überhaupt nicht kritisiert, dass es diese Wohngeldänderung gibt. Die ist notwendig, weil so viele Menschen die Miete nicht bezahlen können. Nur wir müssen alle höllisch aufpassen, dass es nicht dazu führt, dass noch höhere Mieten gefordert werden können und dann über diese Subventionen, sozusagen staatliche Subventionen, die Mieterinnen in der Lage sind, das zu finanzieren. Und ich möchte Sie gerne erinnern, SPD und Grüne, Sie haben im Bundestagswahlkampf gefordert, wir brauchen einen Mietenstopp. Wo ist diese Forderung geblieben? Die würde vielen Mieterinnen und Mietern auch helfen. Vielen Dank. Verehrte Kolleginnen, wir kommen nun zum Ende der Aktuellen Stunde und fahren fort mit den Wahlen zu verschiedenen Gremien. Die Fraktionen haben sich vereinbart, dass diese 5 Wahlen in einem Wahlgang durchgeführt werden.